Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer allerletzten Runde Fing für dieses Mal, ich wollte fast sagen für dieses Jahr, aber das will ich jetzt mal nicht so vorwegnehmen, denn das Jahr hat gerade erst angefangen. Aber wir beenden heute mit einem Knall die Fing Winter Edition und da haben wir uns natürlich gedacht, wir geben euch das Beste vom Besten, wir holen Battlestar zurück. Bevor ich aber euch heute und meine Gäste und die Kontrahenten vorstelle, möchte ich mich erstmal bei unseren Partnern bedanken, ohne die das alles hier überhaupt nicht möglich wäre. Also vielen, vielen Dank an NordVPN, Recaro, Be Quiet, WD Black und The Elder Scrolls Online. Vielen, vielen Dank, dass ihr unsere wunderschöne Fing Winter Edition möglich gemacht habt. Und vielen, vielen Dank natürlich auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Falls ihr keine Ahnung habt, was das hier ist, das hier ist leider schon die allerletzte Runde, wie ich gerade gesagt habe. Wir haben hier jetzt nochmal, keine Ahnung, so 2 bis 3 Stunden richtig viel Spaß. Und dann ist die Fing Winter Edition wieder vorbei. Aber auf YouTube könnt ihr alle Livestreams noch anschauen, denn die sind dort als VODs, als Video on Demand hinterlegt. Und da könnt ihr euch nochmal genau angucken, was wir euch diese Woche alles für coole Spiele vorgestellt haben und über was wir uns unterhalten haben und was für Trailer wir angeguckt haben, alles Mögliche. Und genau, bevor wir mit dem Programm beginnen, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass das jetzt auch eure allerletzte Chance ist, beim riesengroßen, megatollen Gewinnspiel der Fing Winter Edition teilzunehmen. Denn wir haben für euch Gewinne im Wert von über 2000 Euro. Das ist einmal ein Recaro Gaming Chair. So einer wie dieser hier, so ein ähnlicher, nur mit einem schicken grünen, blauen Streifen. Da seht ihr ihn. Genau, das ist ein Recaro Gaming Seat Exo Platinum Sky im Wert von rund 1000 Euro. Um den zu gewinnen, geht ihr einfach auf www.gamestar.de/Gewinnspiele. Tragt dort alles ein, was die von euch wissen wollen. Wir verkaufen eure Daten auch ganz bestimmt nicht weiter. Und dann könnt ihr diesen Stuhl gewinnen. Außerdem habt ihr eine Chance auf insgesamt 4 verschiedene WD Black Festplatten. 3 davon sind SSDs. Eine ist eine HDD. Wir haben 2x500 GB, einmal 1 TB und eben die HDD mit 4 TB. Alle Details dazu findet ihr eben auch auf gamestar.de/Gewinnspiele, was das genau für Festplatten sind und so weiter und so fort. Und links unten seht ihr außerdem, jetzt nicht mehr, aber gerade eben habt ihr es noch gesehen, das Hardware-Bundle von Be Quiet. Das ist einmal die Silent Base 802 in Window White. Das bedeutet, das Gehäuse ist weiß mit einem Fenster, damit man schön die RGB-Beleuchtung im Computer sehen kann, was natürlich sehr wichtig ist. Und dazu noch ein Shadowrock 3 White CPU-Kühler. Genau. Und außerdem könnt ihr noch diesen wunderschönen Monitor gewinnen, der hier auf meinem Tisch steht. Von dem seht ihr zwar nicht viel, ich kann euch aber versprechen, der geht hier noch ganz lang weiter. Der ist nämlich insgesamt 27 Zoll groß. Da seht ihr ihn nochmal in seiner vollen Pracht. Das ist ein 4K Gaming Display, der LG Ultra Gear in 27 Zoll. Wenn ihr den gewinnen wollt, dann müsst ihr, super kompliziert, auf www.gamestar.de/LG-Gewinnspiel gehen. Also vorsichtig, ne? Immer genau die richtige URL eingeben. Genau, das könnt ihr den ganzen Abend noch gewinnen. Könnt ihr euch einfach auf gamestar.de anmelden und dann melden wir uns bei euch, falls ihr gewonnen habt. Aber jetzt wollen wir uns mal langsam angucken, was machen wir hier heute Abend eigentlich? Einige von euch werden beim letzten Mal schon dabei gewesen sein. Wir spielen heute Battlestar. Das bedeutet, einer unserer höchsteigenen Mitarbeiter, in diesem Fall Herr Michael Zacharias Obermeier, tritt an gegen einen Gast. Herzlich willkommen, Michi! Oh, sind wir schon drauf. Ich war gerade noch ein bisschen abgelenkt, war einfach so ein bisschen in Gedanken verloren. Das, was ich mir jeden Abend so überlege, wie ich Nerds da zerstören kann. Worum geht's? Wir sind heute hier im Battlestar und du hast gerade schon Nerds da zerstören, oder wie? Ja, das du darfst ja heute Nerds da zerstören. Komm, husch, so ein Zufall, so ein wunderschöner Zufall, denn der zweite Gast, den ich heute habe, ist der bananenstehlende, großartige, mutige und habe mir sagen lassen, ausgesprochen attraktive Dirk Hans-Jürgen Ludewig. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Nein, Hans-Jürgen. Entschuldigung, hallo. Ich habe gerade überlegt, wie viele raus. Namen ich noch dran ketten kann. Ja, ein paar gehen noch, würde ich sagen. Namen sind on point. Alles andere kann ich heute nicht bedienen hier. Ich habe also das erste Spiel ist, glaube ich, Technik-Setup und da hat auf jeden Fall der Obermeier schon mal gewonnen.
Hast du denn Bananen bei dir stehen? Ich habe Küche, aber die sind höchstens noch für ein Bananenbrot gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich spüre also oder ich merke, du hast dieses Trauma noch nicht überwunden. Es passiert einfach nicht so häufig, dass du auf einer Messe bist und jemand isst deine Deko. Niemand hat gesagt, dass es Deko ist. Von Obstkorb. Und ich habe gefragt. Ja, was hätte ich in dem Moment sagen sollen? Was hätte ich sagen sollen? Nein, nein, mein Gast hier in meinem Studio, du kannst meine Deko nicht essen. Na gut. Aber wie gesagt, wir haben uns dieses Mal geschützt. Wir haben dieses Mal keine Bananen hier stehen. Wir haben auch kein sonstiges Obst da, sondern nur unsere Gäste beide aus ihren eigenen vier Wänden. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen überreagiert. Also. Wir hätten das schon noch mal im Studio. Wir hätten diese Pandemie nicht gebraucht, nur wegen diesen Bananen. Ja, ich wollte auch sagen, also falls das jetzt der Grund ist, wieso die Pandemie passiert ist, möchte ich mich ganz offiziell entschuldigen. Das war natürlich, also so schlimm war das mit den Bananen jetzt auch wieder nicht. Ich wollte es einfach nur noch mal gesagt haben. Unwahrscheinlich. Wir halten es ja nur passiv-aggressiv noch ein paar Jahre vor. Ja, ich finde, wir haben uns damals geschworen, dich das niemals vergessen zu lassen, Dirk. Aber du kannst dich quasi redeemen. Mal gespannt, was ihr noch so im Säckel habt heute. Du kannst dich redeemen, denn du kannst heute hier gegen Michi antreten. Wir haben uns extra für euch zwei ein mega gutes Programm ausgedacht. Weil das letzte Mal haben wir ja Battlestar gespielt. Da haben wir aus dem Haider und dem Michi eben diesen Namen gebastelt. Wir haben Battle von Battle Haider genommen und Star von GameStar natürlich. Und jetzt heute haben wir die Show aber Battlestar genannt, weil wir gedacht haben, das passt voll gut. Dann nehmen wir das Star von GameStar und das Star von Nerdstar. Und dann dachten wir aber Star, das klingt richtig blöd. Also sind wir dann stattdessen doch bei Battlestar geblieben. Clever. Stark. Ja. Namen. Das ist der Grund, warum ihr immer früh genug herausfinden solltet, ob ihr einen Sohn oder eine Tochter bekommt, denn ihr werdet definitiv die Zeit brauchen, um euch einen Namen auszudenken. Sonst kommt sowas wie Michael Zacharias dabei raus. Hallo. So, aber wir wollen uns langsam mal dem ersten Spiel widmen, denn wir haben heute eine ganze Reihe Spiele für euch mitgebracht, wo die beiden jeweils in drei Matches gegeneinander antreten werden. Jede Runde gibt einen Punkt mehr als die Runde davor, also nicht doppelt so viele, sondern immer einen Punkt mehr. Wir haben das mit doppelt so viele ausprobiert, aber wir haben das nicht ausrechnen können, denn wenn wir Mathe könnten, dann wären wir Steuerberater geworden und nicht Journalisten. Und deswegen gibt die erste Runde einen Punkt, die zweite Runde gibt zwei Punkte, die dritte Runde gibt drei Punkte und ihr werdet es nicht erraten, aber die vierte Runde gibt vier Punkte. Und das geht dann so lange weiter. Ja. Ja. Theoretisch gibt es irgendwann den Punkt, wo der eine den anderen nicht mehr einholen kann, aber bereits beim letzten Mal haben wir uns da vollkommen verrechnet und hatten keine Ahnung, wann dieser Punkt gekommen war, denn wie gesagt, einfach das, weitermachen. Das mit der Mathematik ist halt nicht so unser Ding. Aber wie gesagt, also das ist eigentlich relativ einfach. Die letzte Schlacht ist dann die Entscheidungsschlacht, deswegen die gibt nicht E-Punkte, denn E ist ja, wie wir alle wissen, die Eulersche Zahl. Denn während wir in der Schule nicht gelernt haben, wie wir unser Budget planen oder unsere Steuern machen, haben wir alle die Eulersche Zahl kennengelernt. 2,71, glaube ich, war das. Was für ein weirder Klugscheißer-Flex, aber okay. Das ist die Eulersche Zahl. Hatte ich noch. Und jetzt noch Pi mit mindestens drei Nachkommastellen. Ich glaube 3,147, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ob das noch richtig ist. Okay. Ich gucke das nach. Continue. Gut, während Michi das nachguckt, erkläre ich euch erst. Du wüsstest was? 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 Entschuldigung, ich kann dich nicht hören. Besser. Ja. Ach, stell dir einfach vor, ich hätte was gesagt. Ist schon falsch. Okay. 3,141592. Ah, schade. So, schade. Peinlich. Gut. Dann. Gut. Gibt's denn eigentlich heute auch wieder diesen einen Punkt, den man kriegt, wenn man sich möglichst beim Chat einschleimt? Oder haben wir das rausgelassen? Das letztes Mal der Haider gewonnen hat, weil er so der Underdog war und so liebenswert und toll.
Und ich war dann der Bösewicht an dem Abend, dann habe ich das nicht gekriegt. Gibt's das auch wieder? Weil dann, wenn ich das so weiß, dann schleife ich mich jetzt früher ein. Ihr Tollen, ihr Lieben, hey, na? Denkt an mich. Möglicherweise hat das nicht so gut geklappt. Bester Chat. Wir können selbstverständlich ein Publikumsvoting machen, aber wir wissen ganz genau, wer im Publikumsvoting gewinnt. Können wir nicht einfach eins faken, indem ich gewinne? Regie, könnt ihr da nicht schon mal so eine Animation bauen? Wo dann Dirk mit glaubwürdigen 4% oder so, dann, damit es nicht ganz so manipuliert aussieht? Machen sie bestimmt. Also was wir auf jeden Fall machen könnten, glaubwürdige 4%, komme ich denn da hin? Wir könnten jetzt erstmal eine Umfrage starten und versuchen herauszufinden, was denn der Chat glaubt, wer heute Abend gewinnen wird. Ihr könnt ja jeder einmal 30 Sekunden lang versuchen zu überzeugen. Michi, bitte beginne als Titelverteidiger. Warum glaubst ich du... Ich bin als Titelverteidiger. Also für mich ist das Wichtigste Wahrheit. Transparenz und Wahrheit. Und da kann ich schon mal sagen, ich bin auf jeden Fall der Titelverteidiger. Denn wir haben diese Sendung bisher zweimal gemacht. Und beim letzten Mal habe auf jeden Fall ich gewonnen. Warum ich hier nochmal sitze? Weil ich natürlich den Titel immer noch innehabe. Als Vertreter von Wahrheit, Transparenz und vor allem auch, weil ich einfach sehr, sehr attraktiv und kompetent bin. Voten Sie für mich. Danke sehr. Vielen, vielen Dank, Michi. Dirk, du hast jetzt 30 Sekunden, um den Chat davon zu überzeugen, warum du es gewonnen, verdient hast, heute Abend zu gewinnen. Ja, während ihr Mokota Transparenz versucht zu überzeugen, habe ich gerade eben nochmal eine kleine Dusche eingelegt, um der Transpiranz vorzubeugen. und den Chat-Zuschauern da draußen auch wird. Und dementsprechend viele Flamingos, die mich hier vielleicht über die Ziellinie tragen, wenn ich mir hinterher meine Daddelfingerchen wund. Vielen Dank. Ich bin eigentlich dafür, dass wir für diesen Wortwitz direkt einen Punkt abziehen, aber... Ich finde das okay. Also ich meine, wir lassen ihm den und verzeihen mir dafür alle, die nachher noch kommen. Ich meine, wir könnten schauen, ob wir parallel einen Counter hinkriegen, der zählt, wie viele... Ich weiß nicht, ob wir so viel Rechenleistung haben. Wie viele schlechte Witze wir machen. Na gut, also lasst uns einen kurzen Blick auf die Statistik werfen. Und die Statistik, wer führt mit überwältigender Mehrheit? Ich! Nicht. Michi hat tatsächlich ein paar Stimmen mehr als ich, aber... Michi hat 51,9% der Stimmen, während Dirk nur 7,4% der Stimmen hat. Ich würde sagen, das liegt daran, dass du in deiner Community zu wenig die Werbetrommel gerührt hast und hier einfach zu viele Michi-Fanboys sitzen. Und Fangirls. Yes. Und Fan-Andys. Danke, dass ihr den Vote, seid ihr wirklich in der letzten Ausgabe zurückgesetzt habt und da nicht noch die Michi irgendwo. So, aber jetzt wollen wir zu unserem ersten Spiel gehen, denn das ist ja alles hier Fun and Games, aber jetzt kommt der Ernst des Lebens und wir treten im ersten Match gegeneinander an und das erste Match ist genau. Rocket League. Wir müssen warten, bis Michi sein Rocket League gestartet hat. Ja, das wusste ich ja nicht, dass das jetzt gleich so abrupt hier... dann könnt ihr auch noch mal was erzählen vielleicht, dass wir gewinnen. Aber kein Stress. Kein Stress. Und so. So. Dann starte ich das jetzt mal. Nicht jetzt, Sekunde. Stück für Stück. Ganz langsam. Entspannt ins Ziel. Wird schon. So, ich habe dir eine Party-Einladung geschickt. So, was haben wir gesagt? Ja. Wir haben gesagt, das hier. Wir haben gesagt, das hier. Wir haben gesagt, das. Und so. So. Ich glaube, ich trete bei. Ich bin das mal Team Orange, damit das jetzt hier für meine Neuheimat und den Hintergrund ungefähr passt. Was ist die Siegvoraussetzungen, bevor wir jetzt los... spielen, warte mal. Kann man das irgendwo gucken? Was haben wir gesagt? Wer zuerst 5 macht? Wer zuerst 3 macht?
Wer zuerst 5 Tore macht und 3 aus Best of der Beste aus 3 Games. So, und los geht's. Wir sehen Michi schon direkt auf den Ball und er hat ihn bereits verfehlt. Oh, gut. Nee, Moment mal. Ich hab, das war volle Kanne Absicht. Hey. Welcher Taste ist denn Boost? Ach, hier ist Boost. Okay, gut, dann wir sehen... Oh, Mann, ey. Wir sehen Michi im Ballbesitz, der werden beide noch versuchen herauszufinden, was... 1 zu 0. Da hat Michi tatsächlich schon das erste Tor geschossen. Aber frag nicht wie. Herauszufinden, dass B die Boost-Taste ist, das ist ja genial. Who could have known? Und... wieder entscheidet Michi den ersten Schuss für sich und der erste in uns. War sehr knapp, aber er hätte ins Tor gehen können. Aber das wird jetzt auf jeden Fall was. Alter, das gibt es nicht. 2 zu 0. Ja, das ist halt, weil ich A, immer so viel Motorsport das und Fußball guck. Das ist ja überhaupt nichts hier. Das sind einfach meine zwei Leidenschaften und die fusionieren hier gerade. Das, Kompetenz außerdem und Anmut. Naja, noch sind alle... Noch ist alles offen. Wenn du geradeaus schießen würdest an der Stelle, dann könntest du direkt tatsächlich so einen Trickshot machen, den du die ganze Zeit heimlich ankündigst. Aber diesmal fliegt der Ball schon in die andere Richtung, aber Dirk hat es nicht geschafft, Michi aus dem Ballbesitz zu bringen. Noch immer, das war die falsche Richtung. Aber das ist trotzdem ins Tor gegangen. Oh mein Gott. Ich hier so ein 20 zu 0. Wobei Bielefeld hat das Spiel 5 zu 1 gespielt. Bielefeld existiert doch überhaupt nicht. Ah. Oh Gott. That shit again. So. Bresschlag. So, jetzt hier. Dirk, du musst dir den Ball halt auch mal nehmen, gell? Ach so, ja, das. Warte mal kurz, das hat keiner gesagt. Ich fahr um den Ball herum. Michi wieder im Ballbesitz. Und guck mal, Dirk hat es tatsächlich geschafft, das Tor zu verhindern. Fahr doch! Das hätte ein Eigentor werden können. Aber Dirk ist jetzt tatsächlich mal im Ballbesitz. Ich hätte es ja kaum noch vermutet, aber das sieht gar nicht gut aus. Hier könnte. Was heißt hier Ballbesitz? Das ist der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Also der Eigentümer des Balls ist ganz klar Rocket League, aber solange du ihn hast, bist du im Besitz vom Ball. Verstehst du? Das bedeutet Ballbesitz. Oh. Da so entspannt sich ein. Nein, roll doch rein. Du sollst nicht ins Tor kommen. Der Pfosten von Anzügen. Ich bin komplett lost. Gott. Hey, das ist das erste Mal, dass ich in dem Spiel irgendwie eine vorzeigbare Leistung abliefere. Ich habe das bisher immer nur in so super peinlichen, im Livestream, auf einer Bühne von einer Messe und dann immer irgendwie gegen so 10-jährige Haushoch verloren. Ich muss auch sagen, was mich jetzt gerade eben an dem letzten Schuss ein bisschen verwundert hat, offensichtlich gibt es in diesem Spiel keine Abseitsregel. Denn du warst buchstäblich im Tor gestanden. Bevor der Ball im Tor war. Den nehme ich Wolli. Nein. Wie kann man denn kann man überhaupt nichts treffen hier? Das dauert ja auch noch ewig, so geht das noch 3 Minuten. Wer hat das eingestellt? Vielleicht sollten wir das nächste Mal einfach pro Tor rechnen. Aber so, hier vorsichtig sein. Obwohl, soll ich jetzt solch auf ein Eigentor hoffen? Ich will zurück auf die Strecke. Das ist ein bisschen wie ein Autounfall. Man kann aber auch nicht weggucken, ne? Nein. Noch immer versucht. Ist das das richtige Tor? Ich bin mir nicht sicher. Das ist das richtige Tor. Nein, doch, das ist das richtige Tor. Hätte klappen können. Aber. Warum habe ich denn nicht geboostet? Oh, und dann fahre ich wieder am Ball vorbei, ne? Wie. Nein! Alter! Der Ball muss ins Tor, nicht das Auto. Kann man sich doch nicht aber gut, dass du wirklich. Ach, guck, so viel. bei dir. Damit, dass ich noch schlechter bin. Jetzt, komm schon. Yeah. Jetzt aber. Und damit geht die erste Runde in 1 Minute und 49 Sekunden an Michi. Aber noch nichts verlieren. Noch ist nichts verloren, Dirk. Du kannst immer noch gewinnen. Wenn du uns jetzt einfach zeigst, dass du gerade nur so getan hast,
Moment, du musst eine neue Runde starten. Also nochmal ein neues Spiel, oder was? Genau, also eigentlich hättest du ja Siegbedingungen 5 Tore eintragen müssen. Moment, ich mach das nochmal. Ach so, das ja, okay, haben wir jetzt nicht gemacht. Und dann stellen wir uns das vor. Okay, dann habe ich jetzt. Ich habe jetzt noch einen Ehrenstreffer geschossen. ich wusste nicht, dass das geht, dass man noch weiter schießen kann, während der andere im Menü ist. Wo geht denn das? Ist das jetzt sehr assi, wenn ich nur ein paar Tore mache? Torlimit, ein bisschen, ja. 5 Tore. Spiellänge soll die kürzer sein oder gleich lang? Die Minuten gleich wieder. Lang, es ist ja 5 okay. Tore entscheiden, das Ganze. Dann. Dirk schiebt währenddessen. Du musst noch aus dem Spiel wieder raus, Dirk. Aber du hättest sehen müssen, rein. Wie viele Tore er gerade gemacht hat. Achso, ja, ich muss Zeit. Raus. Hast du mir schon ein Dings gehelpt? Ich bin schon raus. Du hast mir schon eine Einladung geschickt? Du bist noch, da steht bei mir, du bist noch in einem Online-Spiel. Jetzt müsste es gehen. So, und damit gehen wir in die nächste Runde. Und das ist jetzt Best of 3 oder was insgesamt? Genau. Oder wie? Okay, das heißt, wenn ich das jetzt mache, das ist ein anderer Fußballplatz, ich raste aus. Das ist doch schön. Bisschen Abwechslung. Boah, das Adrenalin pumpt. Und los geht's. Wird es Michi in dieser Runde schaffen, mal einen geraden Schuss ins Tor zu setzen? Ja, aber das erwarten sie doch. Hä, Moment mal, wo ist denn das Tor? Moment mal, das ist der falsche Sport. Ist das ein dreieckiges Tor? Nein. Muss man da in die Mitte rein? Ja, das ist ein dreieckiges Tor. Nein, du kannst von jeder Seite aus rein. Ich glaube nicht mal, dass in der Mitte ist nicht mehr eine Säule. Man kann von zwei Seiten. In der Mitte dazu treffen, oder? Ich glaube, dass in der Mitte ist nicht mal eine Säule, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber damit ist das erste Tor auch direkt wieder an Michi gegangen oder wie seine Freunde ihn nennen, GS-Archiv. Und weiter geht's. Das ist eindeutig mein Account, mit dem ich hier spiele. Ja, aber ich wollte nicht sehen, dass ihr seht, dass ich schon quasi alle Autos und jetzt würde ich sagen Trikots, aber Autos haben ja gar keine Trikots an. Nein, 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 nein. Ja, das ist eine Säule. Es ist eine Säule. Es tut mir leid. Es ist offensichtlich doch eine Säule. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Grund, warum du daneben geschossen hast. Hast du das gesehen, wie ich ihn ausgespielt habe? Ich habe gesehen, wie du ihm ausgewichen bist, ja. Nee. So, Dirk, wenn du ihm jetzt den Ball abnimmst und direkt wieder mit nach drüben nimmst, dann hast du durchaus noch eine Chance, nicht in dieses Tor. Das war immerhin kein Eigentor. Eine Vorlage jetzt. Antizipieren, sagt der Abiturier. Okay, immer richtig, oder? Also ist wenn ihr im Team spielen würdet, dann wäre das jetzt tatsächlich eine richtig schöne Vorlage gewesen. Aber wir versuchen es einfach direkt nochmal, Michi... Hat den Ball in die falsche Richtung geschossen. Eventuell ist das jetzt die Chance für Dirk, die er absolut nicht nutzt. Nee. Ja, man kann einer von euch diesen Backflip. Man kann doch auch so einen Backflip machen hier, ne? Wofür braucht man denn das? Was ist denn das? Damit man den Ball so retten kann. Ach du brauchst das bisher nicht, weil ich noch nie auf dein Tor geschossen habe. Ach so, warte mal. Kann das sein, wenn man springt und dann den Stick dreht, dreht sich das Auto dann auch rückwärts? Das kannst du ja jetzt mal ausprobieren. Du bist auf 3 Tore im Vor. Ja, ja. Du kannst mit dem Stick das Auto so drehen in der Luft. Au, sag mal, hier. Auf den Mann gegangen, da gibt's gleich rote Karte. Jetzt aber! Oh, was? Das wird ja richtig schnell hier, meine Leute. Aber nein, also Dirk hat den Ball. Dirk zieht den Ball immer in die andere. In die andere Spielfeldhälfte und lässt ihn dann in Ruhe. Das wäre aber auch schlecht gewesen, wenn du das gemacht hättest, weil das ist nämlich dein eigenes Tor. Aber vorbei, wirklich. So, und das ist das nächste Tor für Michi. Das kann nicht so möglich ein sein. Treffer. Und dann habe ich tatsächlich einen Punkt in diesem Wettstreit rausgespielt. Ich pieke jetzt so early, dass das hinterher absolut keine Auswirkung mehr hat. Doch, jeder Sieg. Jeder Sieg zählt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist das gerade? Was sagen die Zuschauer? Die Zuschauer unterhalten sich nur miteinander. Nein! Es hätte... Noch kommt Dirk! Raus! Es ist einfach nicht fair. Was heißt hier, es ist nicht fair? Das hat nichts mit Fairness zu tun.
Na, Physik kann niemand auch schummelt auch hier, niemand cheatet hier. Nein, verpasst! Nein, 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 nein! Dirk, das ist deine Chance! Da zieht er mir den Ball hin. Nee, ist keine. Auch wirklich, ich treffe die Möhre auch nicht. Oh, das war nicht. Werden wir jetzt hier tatsächlich auf die letzten 20 Sekunden noch richtig spannend, oder was? Wir haben ja noch 32 theoretisch. Sag mal, kann man dann irgendwie driften auch? Also, dass man so schneller um eine Ecke kommt? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe das Gefühl, das ist sehr schwerfällig hier, das Moped. Oh. Ich bin wirklich. Es ist einfach. Es macht mich nur fertig. Mit der Handbremse kann man driften. Ja, wo ist die? Also in meinem Auto ist die rechts neben dem Sitz. Mann! Nein! Dirk, ja! Oh mein Gott! Und jetzt nimmst du den Ball hier drüber zum anderen Tor. Oh, okay. Oh. Nein. Der auf dem PlayStation-Controller ist es auf Kreis, die Handbremse. Kreis? Meine Güte. Jetzt komm schon, Ball. Komm schon. Man kann wohl auch einen Doppelsprung machen, schreibt Flores Media. Ja, wer braucht das denn? Das ist hier so Ronaldo rumge... Yeah! Oh. Okay. Das ist aber das Schlimmste, damit haben wir jetzt abgehakt. Ganz. Nee, das Schlimmste kommt noch. Da kommen noch eine ganze Menge schlimme Spiele. Also, was ist das schlimm? Wir sind doch Freunde. Das sage ich dir doch jetzt nicht. Das war das Schlimmste. Ich habe keine Schwächen. Aber das hat Spaß gemacht. Können wir so weitermachen, wenn ihr wollt. Ja, so. Nachdem ihr euch jetzt tatsächlich warm gespielt habt, würde ich sagen, machen wir jetzt was ganz anderes. Okay, dann beende ich dieses Spiel. Du musst mir dann jetzt aber, wenn du es nicht schon anmoderieren wirst, heimlich sagen, was es ist. Ich habe es noch nicht anmoderiert. Du kannst ja schon mal Modern Warfare starten, während wir einen Blick auf die Tabelle werfen. Boah, dann spielen wir was nächstes bestimmt Sea of Thieves. Und wie ihr seht, hat Michi die erste Runde für sich entschieden und hat dafür einen Punkt bekommen. Die nächste Runde spielen wir Call of Duty Modern Warfare, beziehungsweise machen dort Schießübungen. Und da zählt dann natürlich, wer am häufigsten getroffen hat. Wer was? Modern Warfare nicht kennt, das ist ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure. Ihr zeigt auf etwas und klickt dann rechtzeitig und dann bekommt ihr einen Punkt dafür. Und wir spielen heute eben wieder auch Best Out of Three. In der Training Area, da geht es dann darum, wer am schnellsten die meisten Ziele trifft. Hä, was wirklich? Nee. So wie beim letzten Mal halt. Ich glaube, du erzählst Quatsch, Natascha. Also mir hat die Regie vorhin was ganz anderes gesagt. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt alles Teil der Experience ist, aber... Also jetzt wirklich? Nee, ich dachte, das Gleiche wie beim letzten Mal. Also mir hatte die Regie jetzt, also du verwechselst aber nicht mit diesem hier Aim Trainer, ne? Aim Labs. Weil das war ja wieder was anderes. Ah, ja. Also mir wurde gesagt, wir spielen quasi Deathmatch. Du hast recht. Ja, du hast recht. Okay. Es tut mir leid. Es ist einfach, das Problem ist, dass diese Shooter alle gleich aussehen. Es ist basically the same game. Nein, wir spielen natürlich Best Out of Three Deathmatch. Das heißt, wir starten jetzt ein Deathmatch, wo die beiden sich gegenseitig abschießen müssen. Und da zählt jetzt auch wieder, wie viele Tode zählt denn jetzt? Warum kriege ich denn jetzt hier keine Unterstützung aus der Regie? Also mir hatte vorhin jemand gesagt, 30, also Kill Limit 30 und 5 Minuten Spielzeit. Okay. Gut, schön, dass du das mitgehört hast. Das habe ich auch schon mal gehört. Das klingt sehr, sehr warm. Ich nehme jetzt die gleiche Map, die wir im letzten Mal auch hatten. Was sei denn, ihr sagt, nimm eine random Map. Kann man das denn auswählen oder soll ich jetzt einfach mal so... Ihr müsst sagen, stopp. Stopp. Hä, ich habe dieselbe wieder ausgewählt. Das geht schnell. Warte, machen wir nochmal, jetzt nochmal. Stopp. Pine haben wir jetzt genommen.
Ich will mal ganz kurz gucken, ob das Setup... Ja, genau. 5 Minuten, 30 Points. Okay. Und jetzt muss ich natürlich noch hier in meine... Okay. Freundesliste. Nee, wo bist du denn? Wieso habe ich... Ja, ich habe mich gerade eben schon gefragt, ist das denn überhaupt die, BattleNet-Freundesliste oder ist aber, es die Activision? Er sagt hier aber, kann ich nicht sagen, Upgrade to Real... Wieso kann ich die denn nicht hinzufügen? Scheiße. Okay. Wieso ist da nur der Heider drin? Vielleicht ich will auch nicht kurz, gegen den Heider. Ja denn der Heider hat ihn beim letzten Mal ordentlich auseinandergenommen. Und es installiert hier gerade nebenbei noch Call of Duty Modern Warfare. Ach, deshalb geht und das eigentlich nicht. Ist alles runter. Ich habe keine Ahnung, was es noch macht. Ach, dann, weil du noch nicht im Spiel bist. Gut, dann würde ich sagen, unterhalten wir uns doch einmal über eure bisherigen Erfahrungen mit solchen Wettbewerben. Dirk, hast du schon mal was gewonnen? Oh, ich hole kurz einen Requisit. Erzähl schnell, Dirk. Tatsächlich ein Wettbewerb? Tatsächlich ein Wettbewerb oder einfach so prinzipiell? Ein Wettkampf. Also so Tombola oder so gibt's ja auch. Nee, ein Wettkampf, wo du was leisten musstest. Wir haben, also ehrlich gesagt, Format Host-Duell, wo wir mit den Hosts gegeneinander antreten und das oder läuft für mich bisher so durchwachsen. Ist noch was rauszuholen. Ansonsten, ich bin schon Wettkampf. Aber ich bin auch häufig einfach mal zwei Teilnehmern schwierig. Michi, du hast beim letzten Mal gewonnen. Du hast beim letzten Mal selbstverständlich gewonnen. Es gab ja nur Sieger. Die Zuschauer hatten einen Gewinn, weil sie so ein tolles Programm hatten. Der Flo Heider, weil er die meisten Punkte gemacht haben. Und ich war ja auch irgendwie ein Sieger, kann man sagen. Also so, was ich an Erfahrung. Aber was ich tatsächlich schon mal gewonnen habe, ist die einzige Trophäe, die ich besitze, ist das hier. Wird das bei euch richtig rum angezeigt oder ist das spiegelverkehrt? Ja, wird richtig rum angezeigt. Das ist, ich habe mal beim Schützenverein, ich bin Schützenkönig geworden, habe da diesen tollen Teller bekommen. Dann habe ich erfahren, wow, das ist ja toll, dann bist du ja Schützenkönig. Und das heißt, im nächsten Jahr musst du die Meisterfeier ausrichten. Da habe ich gesagt, ja gut, dann drehe ich jetzt aus. Und das war's mit meiner Schützenkönig. Möchtest du vielleicht auch noch erzählen, so gegen wie viele... Ich dachte, das wissen alle, oder? Bitte? Was meinst du? Ich dachte, das wissen alle, dass man dann diese Feier ausrichten muss. Ja, ich nicht. Muss und so. Ich bin auch eher so... Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich dann in dem Jahr Schützenkönig werde. Hat aber auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass in meiner Altersklasse sonst keiner angetreten ist. Aber sie mussten trotzdem diesen Teller machen. Dann habe ich halt im nächsten Mal mich halt raus. Das heißt, wenn ich nachher Gefahr laufen sollte, hier zu gut zu sein und dann beim nächsten Mal den nächsten Battlestar bezahlen muss, dann werde ich in der letzten Runde absichtlich so versagen, dass du das machen musst. Dann müsst ihr das bei Nerdstar machen. Das ist so wie der Grand Prix d'Eurovision, dass das immer so weitergeht und die Produktionskosten bleiben dann bei wem anders hängen. Also wir müssen uns um die Bezahlung des Battlestars... Einmal Call of Duty kaufen. Wir müssen uns um die Bezahlung von unserem Battlestar zum Glück keine Sorgen machen, denn da unterstützen uns ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, NordVPN, Recaro, Be Quiet, WD Black und The Elder Scrolls Online. Dirk, wie sieht's aus? Ist das Spiel fertig installiert? Ja, ich glaube schon. Es läuft irgendwie eine Cutscene, die ich nicht unterbrechen kann, von der ich vermute, dass sie nur läuft, weil das Spiel im Hintergrund noch installiert. Ein Trickser. Das ist die neue Fahrstuhlszene. Gut, dann erzählt mir doch mal, wie viel Erfahrung mit Call of Duty Modern Warfare ihr habt. Kann die Regie meinen Bildschirm schon einblenden? Gerade eben? Dann seht ihr nämlich hier, dass ich hier Super Sergeant erster Klasse bin, deswegen die 1 und 0 und kein Balken irgendwie voll und ich weiß nicht, wird das denn eigentlich bei Call of Duty, liebe Zuschauer, wird das nach jeder Saison wieder zurückgesetzt? Oder habe ich beim letzten Battlestar auf einem anderen Account gespielt und deswegen ist das alles bei 0?
Du hast beim letzten Mal auf dem GameStar-Account gespielt. Mist. Ja, deswegen habe ich jetzt auch hier quasi den Standard-Kameraden und auch noch keine Waffen und so eingestellt. Also, das wird jetzt Hardcore. Okay, also installiere dieses Spiel gerade zum ersten Mal, weil ich das Spiel zum aller anfasse. Also viel mehr Erfahrung, viel weniger Erfahrung geht, glaube ich, nicht. Es ist jetzt auch, glaube ich. Kannst du mir schon. Ich habe den letzten. Achso, warte mal, ich probiere es jetzt. Du wirst mir immer noch nicht angezeigt. Weißt du was? Ich gehe jetzt nochmal kurz da raus. Weil da steht zwar unten, im Chat sehe ich dich zwar, aber ich kann da nicht auf. Einladen. Du kannst ihn reporten. Drücken. Ja, die Sau. Der verzögert hier künstlich alles. Warte mal, ich mach jetzt mal. Also kann ich hier nicht sagen. Ihr doch nicht. Schau offline. Vielleicht geht's ja andersrum. Aber jetzt kommen wir wahrscheinlich irgendwo mal hin. Ja. Moment, was wollte ich jetzt das hier? Warum geht das mal wieder zu? What the? Wieso geht denn das immer zu? Ich versuche da mit der Maus. Moment, jetzt machen wir das mit dem Gamepad. Kann ich das mit dem Gamepad machen? Vielleicht geht es ja deswegen wieder aus, weil du. Es ist schon wieder. Oh Gott. Okay, was haltet ihr davon, wenn wir vielleicht doch nochmal ein anderes Spiel vorziehen und dann hoffen, dass alle Compartments von Modern Warfare installiert haben? Können wir von mir aus wäre auch das machen. Möglich? Also ich dann, bin auf jeden Fall verstehe ich, also so viel. Aber du wirst mir doch auch auf online angezeigt, was ist denn das? Ich kann jetzt hier Spiel beitreten, glaube ich. Mach mal, probier das mal, geht das? Kannst du bei mir beitreten in der Lobby? Ich probiere das, Sekunde, ich bin dabei. Ja. Ja! Sehr das gut, okay. Schön, dann oder? Lasst uns doch jetzt starten. Ja, warte, ich muss nur gucken, was hatten wir eben ausgewählt, hat er sich das alles gemerkt? Map Pine, Rules, hat er sich gemerkt. Start Match. Sehr schön, gut, dann legen wir jetzt los. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig hinkriege, immer dem Richtigen zu folgen, denn leider sehen die beiden komplett gleich aus. So, okay. Vielleicht mal kurzes, also Heads up, habe ich Waffen von vorne, muss ich sie aufsammeln? Kannst du so Loadout quasi jetzt auswählen? So Custom Loadouts. Ja. Und ich glaube, du kannst dann auch welche sammeln, wenn es die gibt. Oh Gott. Ich würde sagen, der Fairness halber machen wir jetzt mal kurz eine Runde zum Aufwärmen. Okay. Und in dieser Runde darfst du, Michi, Dirk, alle Fragen beantworten, die er hat. Als ob ich die beantworten könnte. Da wird schon geschossen. Was ist das für eine Frage? Okay. Hat es geklappt? Hat geklappt. Ja. Klappt perfekt. Bin mir nur nicht sicher, ob ich meinen Sound richtig eingestellt habe, weil. Audio. Okay, kein Problem. Ich bin warm. Warte. Ja, okay. Das wäre jetzt auch deine Chance. Also, ich würde sagen, wir nehmen wir uns einfach mal zwei Minuten. Du bist warm, oder was? Ich kann mal kurz nochmal gucken wollen wegen Audio, weil ich das hier, glaube ich, falsch. Das will hier nämlich Midnight Mode. Dirk, das ist jetzt deine Chance. Das ist jetzt deine Chance, Michi zu töten. Ja, ich laufe ein bisschen rum und gucke mal, ob ich. Nee, hat nicht. Hat nicht geklappt, ich sehe schon. Sollen wir denn sonst die Runde nochmal von vorne anfangen? Oder? Ja, definitiv. Ich dachte nur, wir geben Dirk ein paar Minuten, um sich warm zu spielen. Aber wenn er sagt, er ist warm, dann würde ich sagen, starten wir die Runde neu. Ja, dann habe ich das auch gewonnen. 2 Punkte für mich. Das war's. Dankeschön. Ha. Ha, ha, ha. So. Also, ich hoffe, ihr zu Hause vor dem Bildschirm habt alle eure Notizblöcke offen, denn hier gibt's jetzt was zu lernen. They call me the bus driver, 'cause I'm taking your ass to school.
Fein, okay, Start. So, und dadurch, dass das auch wieder nur so ein Custom-Match ist, kriege ich jetzt auch wieder keine Erfahrungspunkte. Ich werde nie besser in dem Spiel. Erfahrungspunkte machen dich übrigens nicht besser. Ja, aber sie lassen mich nach außen hin gutes Loadout hier. So, was nehme ich denn jetzt? Also ich habe jetzt eben den Sturmsoldaten, glaube ich, gewählt. Überzeugt gewesen. Ja, verrat das doch nicht vorher. Also ich wüsste, was das ist. Oh nein, er hat den Soldaten genommen, nicht den Bauarbeiter. Was mache ich denn jetzt? Ich muss ganz ehrlich davon ausgehen, dass ich davon ausgegangen war, dass alle Spielfiguren in einem Kriegsspiel Soldaten sind. So, da haben sie sich schon wieder gefunden und der erste Tod wurde registriert. Nennt man aber das? Aber überhaupt nicht, wo wäre jetzt hier dann hier der Lümmel? Also ihr seid nur zwei Portionen Personen immer von irgendwo. Immer von irgendwo. Ihr seid nur zwei Personen auf dem Spielfeld. Das bedeutet, dass egal wer da rumläuft, es ist garantiert das richtige Opfer. Also schieß einfach auf alles, was sich bewegt. Ja, das schon mal hilft schon mal. Oh Gott, Leute, Alter, das wird ja hier, wenn das jetzt weitergeht. Wie fein meine Skills sind, dass ich hier immer nur mit der Shotgun rumlaufe. Weil dann muss man nicht so gut zielen können. Wir hatten uns ja das letzte Mal schon darüber. Und damit hat Dirk auch mal getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Ich stehe jetzt 3-1. Das klingt jetzt so. Entschuldigung. Nein, wir hatten uns ja das letzte Mal schon darüber unterhalten, ob Campen gut oder schlecht ist, denn professionelle Scharfschützen würden ja sagen. In dem Fall im Videospielen. Aber professionelle Scharfschützen sagen ja eigentlich, dass Campen richtig ist. Aber Videospieler sagen, Campen ist doof. Also jetzt die Frage, lauft ihr hier rum und macht euch selbst zum Ziel oder sucht ihr euch eine gute Position, aus der aus ihr einander gut erschießen könnt? Das ist doch auch ein Laufsport. Fragt man sich, ne? Wo? Wo? Ah, von hinten? Ich habe das Gefühl, Michi läuft die ganze Zeit nur gegen den Uhrzeigersinn um das Spielfeld herum. Jetzt verrat doch nicht meine Taktik. Naja, ich muss das Ganze ja kommentieren. Ich kann das nicht kommentieren, ohne euch für eure gegenseitige Position zu spoilen. Spoilen. Also Dirk ist gerade in der Nähe von Steinen und Michi ist gerade in der Nähe von Bäumen. Nehmen ein anderes Loadout. Wir nehmen ein anderes Loadout. Loadout. Glaubst du wirklich, das ändert? Ja, ich glaube, er ist inzwischen jetzt schon so firm in dem Spiel, dass er ich mit der Shotgun nicht mehr rankomme. Denn die Shotgun hat ein kürzeres, muss man näher ran sein. Wie bitte? Jetzt sind wir hier, glaube ich, in der richtigen Situation. Jetzt werden hier Schüsse ausgetauscht von gegenüberliegenden Positionen. Lag da gerade noch eine von den Leichen, die du vorher getötet hast? Liegen da im schlimmsten Fall am Ende 59 Tote? Ja, das ist voll die Sauerei. Ich meine, ja, also ich bin da voll auf deiner Seite, Dirk. Ich sehe auch nicht besonders viel, weil das ist alles grün. Ich merke gerade, dass ich mein Audio-Setup hier so geil gemacht habe, dass ich das Audio über das Playout kriege. Das heißt, erst wird geschossen, dann höre ich den Ton. Oh Mann. Genau, so gehört das doch. Das, weil ja, also ich habe aber auch keinen Ton. Das vielleicht zu meiner Verteidigung. So. Licht bewegt sich schneller als Schall. Also ist es ganz normal, dass du zuerst schießt und dann den Ton hörst. Ja, dann passt's ja. Ja, Physik. Wir sind inzwischen bei 8-3 für Michi. Und es ist noch eine Minute übrig. Das heißt, es ist noch alles offen. Das ist so doof, ne, wenn man nicht weiß, woher es kommt. Ja. Ja, finde ich nämlich auch. Also wie viel ist noch übrig? 50 Sekunden habt ihr noch. Und derzeit liegst du mit 4 Schuss im
vorne. In Führung, das war das Wort, was ich gesucht habe. Versteckt er sich jetzt einfach und das willst du nicht machen, ne? Das kann ich dir leider nicht sagen. Das wäre jetzt ganz schön. Diesmal nicht mehr. Ah, verdammt. 8 zu 5 und noch 20 Sekunden. Oh, das setzt einen voll unter Druck, weil sobald man bei 30 Sekunden angekommen ist oder bei 20 Sekunden, zählt ihr hinten auch noch die Zehnerstelle mit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Das war der letzte Tod. Herzlichen Glückwunsch an Michi, aber der Vorsprung war gar nicht mal so groß. Ja, Dirk, es wird doch besser. Und wie gesagt, noch ist überhaupt nichts entschieden, denn die nächste Runde gibt ja wieder einen Punkt mehr. Das heißt, du kannst immer noch gewinnen. Es bleibt immer noch sehr, sehr spannend. Aber diese Runde hat Michi für sich entschieden. Habe ich dafür 5 Stunden lang Call of Duty installiert? Nein. F4. Ja, magst du dir eine aussuchen? Nein, wir singen. Oder sind wir schon so hinter der Zeit, dass wir nicht mehr weiter Call of Duty spielen können? Ich würde sagen, wir spielen weiter, weil das ist doch gerade voll lustig, oder? Ihr seid beide total entspannt, habt ganz viel Spaß, der Chat hat Spaß, ich hab Spaß. Nimm eine Karte, deren Name mit G anfängt. Grasna Raid, Gulag Showers, Gun Runner. Gulag Showers, Gulag Showers. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Das klingt nach was ist aber, zu essen. Übel. Ich würde das Restaurant wechseln. Ich weiß nicht, Gulag, das klingt doch nach was, nach irgendwas, nach was Geilem zu essen mit Fleisch und. Wenn dich das jemand fragt, ob du das willst. Soll ich Ihnen das verraten? Nicht. Also, Gulag Shower ist eine sehr kleine Map. Das bedeutet, Waffen mit kurzer Distanz haben hier einen enormen Vorteil. Ach, verdammt. Jetzt weiß ich wieder, dass ich die Map ja eigentlich nicht mag. Vielleicht sieht man uns mal wenigstens jetzt hier. Dirk sucht immer noch eine Waffe aus. Ja, ist ja auch noch Warm-up. Ah, da hat er mich. Karte schon wieder, das ist ja schon wieder ein Vorteil. Der Vorteil ist aber auf beiden Seiten, denn die Karte ist sehr klein. Also schauen wir uns doch mal genauer an, was die beiden hier machen, wo die beiden hier sind. Also es könnten Umkleidekabinen oder sowas in die Richtung sein. Es oder ist offensichtlich Duschen? Betrieb, ja. Just laying that out there. Ja, wow. Offensichtlich sind das Duschen. Das war keine Ahnung, wie das geklappt hat, ey. Das war eigentlich so aus der Hüfte. Vielleicht solltest du einen Clip einreichen beim Clip des Jahres für bester Schuss. Das ist nämlich eine Kategorie beim Clip des Jahres. Tatsächlich? Ja. Die sind auch teilweise ganz witzig. So die Hälfte der eingereichten Clips. Oh Mann, ich kann nicht immer rumlaufen. Sind Trickshots und die andere Hälfte ist reiner Zufall. Den kenne ich. Und jetzt ist wieder die Frage, sollte man sich hier jetzt eine Position suchen, aus der man sich nicht mehr herausbewegt, oder sollte man die ganze Zeit rumlaufen? Das große Problem beim Rumlaufen ist... Ey, ganz ehrlich mal, wo kriege ich neue Die Frage gebe ich direkt an den Chat weiter. Ah, ich glaube, vielleicht musst du die Waffen aufsammeln, die du quasi die Leute liegen gelassen haben. Ich wollte auch gerade sagen, versuch doch mal die Leichen zu looten. Das war doch ganz nett. Ha.
Wenn der eine in den Waffen sucht, bleibt dann eigentlich die Spielfigur einfach stehen oder ist sie noch nicht auf der Karte? Abgeknallt? So, ich wechsle hier mal wieder auf. Ups. Auf die andere Sicht. Endlich. Dirk liegt derzeit mit 6-4 Schuss vorne, aber Michi ist schon wieder dabei, das rauszuholen. Der hat gerade die Waffe gewechselt und offensichtlich war das gar keine so schlechte Idee, denn die erste Amtshandlung mit neuer Waffe war direkt der Mord an seinem Kameraden. Kann man da durchschießen? Psst. Ja, ich meine, es wäre jetzt halt blöd, wenn das jetzt eine Wand wäre. Aber ansonsten ist die Position nicht schlecht. Wenn man halt schießen könnte, um erzählen. Oha, schäbig. Da spielt er die Map-Knowledge aus hier. Die Map-Knowledge, die er genauso lange hat wie du. Also ist das kein unfairer naja, Vorteil. Ich hab's schon mal gespielt. Das stimmt schon. Okay. Gut, dann. Aber die Sache ist, wenn Vorteil. Man jemanden angeschossen hat, der heilt ja sofort wieder hoch, oder? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß nicht mal, wie viel Leben ich habe. Ich habe meine Munitionskiste gefunden. Die hatte ich gerade in dem Moment. Ja. Nein, ich dachte, du kommst da lang. Da hast du falsch gedacht. Wie viel Dirk ist noch? Dirk liegt noch immer vorne und es sind nur noch 35 Sekunden. 7-6. Das heißt, Dirk könnte jetzt entweder einfach die ganze Zeit versuchen, sich zu verstecken und wegzulaufen, um seinen Vorsprung nicht zu verlieren. Oder er bleibt aggressiv. Um Och, weiterhin. Jetzt, ganz ehrlich. Damit hat er seinen Vorsprung immerhin um 1 vergrößert. Und wir haben noch 15 Sekunden. Wird er sich verstecken für die letzten 7, 5, 4, 3, 2, 1 und wir sind durch. Und damit hat Dirk diese Runde gewonnen. Unentschieden, 8-8. Unentschieden? Ja. Oh, das ist jetzt aber blöd. Ja, 8-8. Ja. Gut. Dann müssen wir weitermachen. Jetzt stechen. Stechen. Nee, es ist jetzt einfach, es ist jetzt so. Best out of three. Das heißt, in der nächsten Runde, die nächste Runde naja. Entscheidet halt eventuell noch nicht. Okay, dann was jetzt für eine Karte? Wir sehen jetzt hier gerade 1-1. Das heißt, ich muss aber jetzt gewinnen, natürlich, ist klar. 2-1, denn in der Runde haben ja jetzt beide gewonnen. Ja, genau. Wir hatten jetzt ein Unentschieden auf der Karte. Das heißt, entweder keiner hat gewonnen oder beide haben gewonnen. Aber jetzt im Moment sehen wir hier 1-1. Und im Best out of three ist das gelogen. Wie in der Regie jetzt panische Leute durcheinander sprengen. Niemand hat für sowas vorgesorgt. Oh Gott. Die haben so eine Pappsituation. Nimm irgendwas, was in einem Kaufhaus ist. Irgendwas mit Mall oder so. Einem Kaufhaus? Ja, keine Ahnung, ich finde das immer lustig. Eine Mall klingt erstmal nicht guck schlecht. Mal, warte mal, ich kenne mich ja auch nicht aus. Station. Ja. Trench. Also ich bin... Fußball, nicht schon wieder. Wir können ansonsten natürlich auch den Chat fragen. Lieber Chat, was ist denn die coolste Map in Call of Duty Modern Warfare? Ja, aber die trollen das doch jetzt bestimmt. Nee, die wollen ja die lustigste Map sehen. Cargo. Rust for the win. Nee, Rust ist doch ein anderes Spiel oder ist Rust eine Map? Ich glaube, das ist ein anderes Computer. Ach, gibt's auch. Rust it is. Das ist der Europapark, da war ich schon mal. So. Gibt's das vielleicht nicht? Ist es ja im Europapark. Das wäre doch lustig. Rustplatz.
Jetzt haben wir aber beide wieder einen identischen Charakter-Skin, oder? Das heißt, für Natascha ist es unmöglich herauszufinden, wer ist. Oh, das ist wenigstens mal schönes Wetter. Tatsächlich, ich hab relativ einfach, weil das, was ich hier sehe, ich unterscheide eure Gameplays dadurch, dass bei dir kein Discord-Overlay drin ist und bei Dirk schon. Das heißt, ich weiß immer, wen ich mir gerade angucke. Okay. Vielen Dank, Dirk, dass du das so in weise Voraussicht so eingerichtet hast. Also, dass die Runde entscheidet jetzt, ne, was wir bei Call of Duty, wer Call of Duty gewinnt. Richtig? Nee, nur wenn du gewinnst. Wenn du gewinnst, hast du 2 von 3 gewonnen. Aber wenn ihr jetzt wieder unentschieden spielt, dann hast trotzdem du gewonnen. Das heißt, Dirk muss jetzt gewinnen, wenn ihr weiter spielt. Also Dirk, wenn Dirk jetzt gewinnt, müssen wir noch eine Runde spielen, um zu sehen, wer dann gewinnt. Das scheint eine relativ große Map zu sein. Nee. Denn wir haben bis jetzt noch... da ist er ja. Da ist er ja. Ich wünschte ja, ich könnte euch sagen, wann ihr euch gegenseitig auf der Map sehen können könntet, aber mein Orientierungssinn ist im echten Leben ungefähr, also ist im echten Leben schon richtig beschissen, in Videospielen wird es dann noch viel schlimmer. Das heißt, ich da haben wir schon wieder einen. I didn't das heißt, ich kann überhaupt this. Nicht, kann überhaupt nicht einschätzen, wann wir uns in der Nähe voneinander befinden. Michi versucht jetzt deutlich zurückhaltender zu spielen und läuft nicht mehr so viel herum. Ist es Angst? Ist es vielleicht tatsächlich Angst um seinen Titel? Muss er befürchten? Ich hab ja nicht mal einen Titel, den ich verliere. Wobei, Moment, wenn ich jetzt verliere, nimmst du mir dann den Schützenkönig? Oh Mann! Muss ich dir dann diese blöde Scheibe und die Meisterfeier bezahlen? Nee. Es ist ein Wanderpokal, der Teller. Es ist ein Wanderteller. So, ich sehe, diese Map hat auch deutlich mehr Vertikale. Da muss man also gelegentlich vielleicht mal nach oben schauen. Hey, das war ja wohl ein Tipp. Ja, aber da war ich schon tot. Das gilt nicht mehr. Der High Ground ist ja bekanntlich vorteilhaft in solchen Situationen. Ich weiß aber nicht, ob das meine eigenen Schritte sind oder ob ich ihn höre, weil immer so ein leichter Delay drauf ist. Oh, das Panic Aim! Nee, das war geplant. Gibt es denn auch sowas wie Molotow-Cocktails oder Granaten? Mann! Oh, ich habe jetzt irgend so ein Dings gekriegt. Ich weiß nicht, wie man es freischaltet. Scheiße. Michi liegt aktuell mit 5-2 vorne, aber wir sind auch erst bei der Hälfte der Zeit. Also da ist noch nichts entschieden. Wird unser Schützenkönig beweisen, dass er auch mit Konkurrenz dieses Titels würdig ist? Sag mal! Vor vielen Jahren war... Moment mal, ich bin hier in Den Haag und das ist eindeutig gegen die Kriegsverbrechen gekommen. Das ist ja hier Napalm. Nee, das ist, wie ist das, weißer Phosphor? Sag mal, das geht doch nicht. Nee, erlaubt, mein... Das ist nicht erlaubt. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt, Michi. Das ist früher bei uns. Ist es Liebe? Uff. Eigentlich hat mich dieser Spruch schon immer gestört, weil sowohl im Krieg als auch in der Liebe ist nicht alles erlaubt. So. Nein! Ich fange immer dann an zu sprinten. Ich glaub, das war ein Kopfschuss, oder? Ja, ich glaube, das war gut. Ja, ich glaube, man kann dann nicht so richtig schießen, ne? Nee, man sollte das nicht tun. Im Rennen schießen? Ist man halt dann schnell. Nee, man kann, wenn man sprintet quasi, dann kannst du quasi ja gar nicht abdrücken. Weil man die Waffe so an sich drückt, ne? Ja, genau. Aber wir, es ist nur noch eine Minute und Michi liegt nur einen Schuss vorne. Frag. Immer noch. Das heißt, jetzt bleibt wieder die Option für Michi, sich einfach zu verstecken,
eventuell die Vertikale der Map zu nutzen. Während Dirk ganz woanders ist. Oh Mann. Nicht mal in der Nähe von Michi. Wir haben nur noch 15 Sekunden. Michi liegt 2 Schuss vorne. Das sieht eigentlich ganz gut aus für unseren Schützenkönig. 6, 5, 4, 3, 2 und das Match ist entschieden. Michi, meine Güte, hat mit 6-4 gewonnen. Aber du hast dich da gut reingefräst. So. Dafür, dass das erste Mal ist. Aber es waren ein paar gute Dinger waren dabei von dir. Also das war jetzt auf jeden Fall Turbo Michi. Das war jetzt durchaus eine Herausforderung, sowohl für unsere Gäste, als auch für mich, als auch für unsere Regie. Und deswegen schalten wir jetzt einmal ganz kurz hinein und schauen uns an, was da schiefgegangen ist. Als leider nicht ganz gut zugewiesen werden konnte, wer denn diese Runde gewonnen hat. Aber diese Runde geht ebenfalls an den Michi, der ganz knapp mit 2 Siegen und einem Unentschieden diese Runde für sich entschieden hat. Das bedeutet, Michi hat jetzt 3 Punkte. Aber wie gesagt, hier ist noch nichts entschieden, denn unsere nächste Runde gibt alleine bereits 3 Punkte. Als nächstes spielen wir nach der Werbung Brawlhalla, das heißt, unsere beiden Kontrahenten können das Spiel bereits öffnen. Aber wir schauen uns jetzt mal ganz kurz einen kleinen Clip an. Mit Games kannst du in eine Welt voller Abenteuer eintauchen. Aber jedes Abenteuer birgt auch Gefahr. Du klickst auf einen Phishing-Link in einem Gaming-Forum und dir wird dein Passwort geklaut. Du lädst dir das falsche Programm runter und plötzlich ist Malware auf deinem Gerät. Du verlierst ein Multiplayer-Match wegen einer Botnet-Attacke. Oder du benutzt NordVPN und schützt deinen Traffic mit der modernsten Verschlüsselung. Spiel nicht mit deiner Sicherheit. Bleib auf der sicheren Seite. You're ready to get in the game now. The last thing you want is to wait. WD Black. Performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Customizable RGB. WD Black. Because the game never waits. WD Black. Drive your game. Also das ist halt, finde ich, Cyberpunk at its best. Der LG OLED 77 CX9LA verspricht mit seinem 77 Zoll großen OLED-Panel satte Farben, HDR und einen perfekten Schwarzwert, da jeder Pixel selbstleuchtend ist und kein Backlight benötigt wird. Es ist so schwer zu erklären, wenn du noch kein HDR gesehen hast auf einem OLED-Display, wie viel cooler das ist. Und du guckst dir halt wieder so einen normalen Monitor an oder Fernseher und denkst die ganze Zeit so, können wir jetzt mal bitte den Kontrast wieder reindrehen? Ist wieder so, und hast es einmal gesehen, kannst du nicht mehr zurückdingen. Besonders für Spieler bietet der TV viele interessante Features, wie etwa eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz, G-Sync-Support zum Latenz- und Tearing-freien Zocken und 4 HDMI 2.1 Anschlüsse, dem neuen Standard, der eine 4K-Auflösung bei 120 Hertz ermöglicht. CD Projekt Red
baut halt ihre Spiele unglaublich detailreich. Und auf so einem riesigen Bildschirm, da fällt einem alles viel mehr auf. Die perfekte Grafikkarte zu diesem Monster-TV ist Nvidias Flaggschiff RTX 3090, die selbst ein absolutes Grafikmonster wie Cyberpunk in 4K-Auflösung auf die Bildfläche bringt und dank Next-Gen-Features wie Raytracing für realistische Spiegelungen und Beleuchtung sorgt. Da sieht man halt dann wirklich, was der wirkliche Benefit von Raytracing ist. Und wenn man bedenkt, wo wir herkommen und wo wir jetzt sind, also selbst in so kleinen Details, das ist schon sehr beeindruckend. Mit Nvidias hauseigener Deep Learning Technologie DLSS 2.0 lassen sich ohne spürbaren Qualitätsverlust höhere Framerates erreichen, sodass unser Spielerlebnis stets flüssig ist. Auch sehr beeindruckend, also auf DLSS Qualitätssetting, da merkt man eigentlich so gut wie keinen Unterschied zu nativen 4K. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Gewinnt mit etwas Glück diesen 27 Zoll Ultra Gear Gaming Monitor mit UHD von LG. Jetzt mitmachen auf gamestar.de/LG-Gewinnspiel. Wir laufen schon. Oh, Entschuldigung. Ups. Und da sind wir wieder und werfen doch direkt einfach nochmal einen Blick auf unsere wundervolle Punktetafel, denn da sehen wir, dass die ersten beiden Runden von Michi gewonnen wurden. In der ersten Runde hat er einen Punkt bekommen, das war in Rocket League. In der zweiten Runde hat er zwei Punkte bekommen, das war in Modern Warfare. Und in der dritten Runde spielen wir jetzt Brawlhalla und die gibt drei Punkte. Auch hier spielen wir wieder der Beste aus drei Matches. Das heißt, wir spielen drei Runden gegeneinander. In jeder dieser drei Runden hat jeder von ihnen drei Leben. Eigentlich genauso wie in Super Smash Bros., nur mit anderen Figuren. Genau. Wie fühlt ihr euch vorbereitet? Ich habe Brawlhalla vorher einmal gespielt gegen den Haider und habe mit einer relativ, ich würde sagen, basic Taktik gewinnen können. Und die Taktik bestand aus ihn hauen. So. Weiß nicht. Okay, das ist ich hasse sonst diese Art Spiel. Bist du gut in so Smash Brothers und sowas? Kannst du das? Also Smash. Da würde ich sagen, sind noch ein paar Rest-Skills irgendwo in der Muscle-Memory übrig geblieben. Ich habe tatsächlich aber dann in Ultimate zum Beispiel nie reingefunden, weil ich einfach ich habe keine Spielstunden, auch da 5 Stunden, vielleicht 10 Stunden, und damit wirst du da nichts. So. Habe aber Spaß an solchen Bros. Hab den Titel hier mindestens schon einmal angepackt und am Freitag vielleicht auch mal kurz 20. Ich habe leider gerade technische Schwierigkeiten. Meine Webcam wird auch gerade irgendwie ganz. Müsste ein anderes Spiel spielen. Fährst du durch den Tunnel? Ich habe mein Büro aus rechtlichen Gründen auf der Lastfläche eines Lastwagens und der fährt leider gerade im Tunnel. Ja. Naja, jetzt kann dich nichts mehr retten. Ihr könnt jetzt noch kurz eure Charaktere auswählen. Kannst du vielleicht eine andere Farbe noch nehmen, dass wir uns. Oder soll ich eine andere Farbe nehmen? Bitte überfordere doch unseren armen Dirk nicht so. Hast du eine andere Michi Farbe? Also, Michi wäre jetzt orange. Ich sehe dich noch gar nicht. Michi. Ach so, jetzt. Ich hab. Jetzt sehe ich dich. Weil ich kann nur gelb machen, was so. Und jetzt dann rote Sachen auch mit an. Ja, alles gut. Genau. Ich bin farblich bin ich komplett. Wundervoll. Dann nehmen wir eine zufällige Map. Na klar. Klickt einmal bitte beide eine zufällige Map an und damit starten wir in die erste Runde Brawl. Dann machen wir aber auch erstmal noch so eine kurze, wie geht das? Kennenlernen-Abtastphase. Ja. So, Michi ist das spielt. Erstmal eine, ist das eine. Ist das eine Testrunde jetzt? Ja. Das ist jetzt eine Testrunde. Mir ist hier so ein Schwert vor die Füße gefallen, da kann ich nichts führen.
Und das ist Spring. Michi spielt Ashuri und Dirk hat Artemis ausgewählt. Und die beiden machen sich jetzt erstmal noch kurz mit den Controls vertraut. Springen, hauen, packen und blocken gibt es. Außerdem könnt ihr Spezialfähigkeiten einsetzen. Ihr könnt diese ganzen Waffen einsetzen, die euch da vor die Füße geworfen werden. In was für Waffen sich die Schwerter verwandeln, wenn ihr sie zieht, kommt darauf an, welchen Charakter ihr ausgewählt habt. Außerdem das wievielte Mal. Beim ersten Mal ist es eine andere Waffe als beim zweiten Mal, ist eine andere Waffe als beim dritten Mal. Und entsprechend können diese verschiedenen Waffen auch verschiedene. Tatsächlich habe ich mir das einfach vom letzten Mal gemerkt, weißt du? Achso. Ja, sollen wir dann jetzt so anfangen oder nicht? Hör mal. Ja, nein? Ich würde sagen, ihr könnt jetzt die Runde nochmal von vorne starten. Geht das? Ich kann nur leaven. Dann gib doch einfach erst ein Kommando, Natascha, und dann ab dann gilt's. Dann legt jetzt los. Okay. So, genau. Michi hat sich Ashuri ausgewählt. Wie bitte? Das ging jetzt schon auch darum, dass man den Gegner so weit runterhaut, dass er sich nicht mehr so recovern kann irgendwie, oder? Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder du setzt so eine Spezialfähigkeit an, die dafür sorgt, dass er sofort von der Map fliegt, oder du findest die Möglichkeit, ihn so weit runter zu prügeln, dass er sich nicht mehr recovern kann, beziehungsweise dass er so weit von der Map runterfliegt, dass er nicht mehr zurückspringen kann. Genau, also wenn ihr Waffen auswählt, dann habt ihr, wie gesagt, zwei Optionen. Entweder die Nahkampfoption, die jetzt Ashuri, also Michi, gerade ausgewählt hat, oder die Fernkampfoption, die Artemis gerade eingesetzt hat. Ja, okay. Jetzt hat er wieder die Nahkampfwaffe ausgerüstet. Das ist natürlich auch ein Trick, immer dem anderen einfach alle Waffen wegzuschnappen. Aber es gibt eben auch diese Sondermöglichkeiten noch. Sag mal! So, aber wenn ich jetzt mehrmals ein Schwert einsammle, bringt mir das irgendwie was? Nee, das... Naja, wenn du jetzt das Schwert einsammelst, also wenn du dein Schwert wegwirfst und das andere Ding einsammelst, bekommst du deine andere Waffe. Noch ein Schwert. Ja. Du bekommst halt dann deine Fernkampfwaffe. Die eventuell cooler ist als die du jetzt einsetzt. Oh, was sagst du? Wolverine-Krallen, voll geil. Secondary-Weapon. Vorsicht, da liegt eine Bombe. Die hättest du einsammeln können. Was? Und damit hat Michi das erste Leben verloren, aber das heißt ja natürlich noch gar nichts, denn wie gesagt, wir spielen der beste von drei Matches und in jedem Match hat jeder drei Leben. Und da der ist Vorteil, nichts draus gemacht, der Vorteil ist der Vorteil. Der Vorteil an so einer Sache ist natürlich auch immer ganz schnell, wenn man denn dann mal stirbt und zurückkommt, ist man selbst wieder auf 100% und der andere hat aber immer noch ganz wenig oder ist schon ziemlich weit runter. Nein! Nein! Da hat Dirk mit Artemis die Recovery aber ordentlich versaut. Ah, dumm. Dirk hat noch ein Leben. Also du machst es auf jeden Fall deutlich besser als der Haider, weil der hat es beim letzten Mal nicht so gut gekonnt. Ihr sammelt die ganzen Specials nicht ein. Sammelt doch mal diese Special-Dinger ein. Das bringt mir alles, das ist ja auch nur irritierend. Ich meine, bei Super Smash Bros. Ist es ja so, dass kompetitive Matches immer ohne Items gespielt werden. Ich finde aber gerade die Items bringen immer die ganze notwendige Chaos ins Spiel, um insgesamt einfach ein spaßigeres Spielerlebnis zu bieten. Aber da sind, wie gesagt, kompetitive Smash-Spieler anderer Meinung. Ja, ja. Achso. Oh, guter Block. War der absichtlich? Nee. Ey, wenn du hier siehst, was ich für Skills auspackt, das ist allerfeinstes Kaufhausgedrücke. Ihr könnt es leider nicht sehen, schon wieder? Aber. Wow! Genau, rechts oben in der. Noch ist nichts verloren, ihr könnt immer noch. Ihr könnt immer noch gewinnen. Ich würde vorschlagen, dass ihr beide noch einen anderen Charakter auswählt jetzt. Say GG. Was? Nee, das hat keiner gesagt. Das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen, denn die verschiedenen Charaktere haben verschiedene Primary und Secondary Weapons. Die sind dann eigentlich ganz lustig. Anderen. Keine Ahnung. Wie ihr wollt, sagt, wie ihr wollt, dann einen Vorschlag. Nimm den Minotauren, der sieht lustig aus. Was, wen? Den Minotauren, der sah lustig aus. Den hatte ich beim letzten Mal aber schon. Aber stimmt. Dann nimm die von Cyberpunk.
Die sah auch lustig aus. Dann nehme ich die hier. Ada. Okay. Ada. Ready for durch den Boden nicht unten gedrückt und dann rutscht man automatisch dadurch. Ja, ich würde sagen, hebst du für den Haftrichter auf. So. Wie gesagt, noch ist alles offen. Dirk kann die Situation immer noch für sich entscheiden, wenn er es schafft. Reinigen kann ich down. Liebe Regie, ich sehe gerade rechts unten in der Ecke nochmal Michi. Oh, soll ich Pistolen? Falls euch das nicht aufgefallen ist. Es kann nie genug Michi-Screens geben. meine Pistolen sind kaputt, die gehen nämlich irgendwie nur 2 Meter weit. Das sind halt Shotguns. Ja, irgendwie nicht. Rechts oben in der Ecke, wo ihr jetzt gerade Dirks hübsches Gesicht seht, seht ihr normalerweise den Lebensstand der Charaktere. Ihr müsst jetzt mir einfach glauben, wenn ich euch sage, dass Dirk noch ganz gut dabei ist, während allerdings Michi in den verdienten Tod geprügelt wurde. Was hast du hier verdient? Ich meine damit, dass du nicht gut genug dagegen gearbeitet hast. So, damit hat Ada jetzt ihre Secondary Weapon freigespielt. Die ja auch ganz spannend aussieht, ne? Da unten liegt schon wieder ein Item, was man bestimmt gewinnbringend einsetzen könnte. Aber keiner der beiden möchte Items einsetzen, offensichtlich. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, ist der Vorteil, wenn man stirbt, dass der andere dann nur noch ziemlich wenig Leben hat, so wie auch jetzt gerade in dieser Situation. Poke ihn einfach runter. Poke ihn einfach runter. Es gibt auch eine Möglichkeit, ihn daran zu... Ich verstehe deinen Hip-Hop-Slang nicht. Es gibt auch einen nicht einen Trick, sondern einen... Gott, was ist das Wort, was ich suche? Einen Move. Einen Poke. Es gibt auch einen Move, mit dem du verhindern kannst, dass er sich wieder hochhangelt. Ja, jetzt kommst du nicht wieder hoch. Den du aber nicht eingesetzt hast. Oh Mann, hab ich nicht eingesetzt. Du musst ihm dann so quasi auf die Finger springen. Die Finger? Wenn er versucht, wieder hochzukommen. Der hat nicht mehr, hat der Finger ja doch. Da liegt auch wieder eine Bombe. Mit der Bombe kann man relativ schnell relativ viel Leben auslösen. Jetzt komm nicht mehr zurück. Könnte es. Na, den hat er noch geschafft. Oh, aber jetzt ist er raus. So, aber jetzt steht Ada bzw. Michi wieder vor dem Problem, dass er nur halb so viel Leben hat wie Artemis bzw. Dirk. Aber es sieht ganz danach aus, als könnte er diesen Vorteil relativ schnell ausgleichen. Nein, da ist Michi in den roten Bereich geraten. Vielleicht wäre jetzt tatsächlich mal die nichts bringen. Dann schmeiß sie weg, setz Items ein, bis die nächste Waffe vom Himmel fällt. Da ist die nächste Waffe. Du könntest aber verhindern, dass sich Dirk die Waffe holt, weißt du? Tanz! Alter, sehr gut. Und damit, das hat er aber noch retten können, gerade noch so, aber den konnte er nicht mehr einsetzen. Und damit Judy Alvarez, hat Michi 2 Runden für sich entschieden und Dirk hat auch diese Runde verloren. Say GG. GG. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Gut gemacht, aber. Gut gemacht. Ich hab nur so blöd gedrückt. Aber danke. Ja. Aber das war cool. Jetzt kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, wer die ersten beiden Runden gewonnen hat. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal kurz den Punktestand an. Und da sehen wir, Michi liegt mit 6-0 Punkten vorne. Wie gesagt, es ist immer noch nichts verloren. Wenn jetzt Dirk zum Beispiel die nächsten 2 Runden gewinnen würde, dann würde Dirk mit 9-6 vorne liegen. Also wie gesagt, es ist noch ist nichts entschieden. Und was auch immer noch nicht entschieden ist, ist, wer den Recaro Seed Exo Platinum Sky im Wert von rund 1.000 Euro gewinnt, denn den verlosen wir hier in unserer Fing Winter Edition. Den könnt ihr immer noch gewinnen. Hier rechts im Eck seht ihr ihn. Ein wunderschöner, sehr bequemer Stuhl. Auch für Menschen mit breitem Gesäß geeignet. Habe ich für euch ganz lang und intensiv ausprobiert.
Man kann nämlich diese Seitenteile relativ weit auseinander schieben und dann passt sogar mein Hintern da rein. Und ich kann mich sogar im Schneidersitz hinsetzen. Also klare Empfehlung für diesen Stuhl. Das ist der gleiche wie der hier, nur mit blauem Streifen. Und den könnt ihr gewinnen, indem ihr auf gamestar.de/Gewinnspiele geht und dort alle eure Daten eintragt. Dort könnt ihr außerdem auch eine von vier, ja alle Daten bitte, Steuernummer, Sozialversicherungsnummer. Auf eurer Kreditkarte ist vorne und hinten so eine Nummer drauf, die müsst ihr bitte beide mit annehmen. Und das Ganze schickt ihr bitte an natascha.becker@wikipedia.de. Nein, bitte nicht. Könnt ihr vielleicht eure Fingerkuppen auch noch mitschicken, dass wir das auch wegen Fingerabdruck und so, ja. Nein, ihr könnt außerdem noch eine von vier Festplatten gewinnen. Da stehen euch drei SSDs und eine HDD zur Auswahl, alle mit unterschiedlichen coolen Namen, die ich überhaupt nicht alle vorlesen möchte, von WD Black. Da haben wir drei SSDs und eine HDD, zweimal 500 GB, einmal 1 Terabyte und einmal 4 Terabyte für die HDD. Wunderschöne, großartige Festplatten mit Kühlkörper, ohne Kühlkörper. Schaut euch einfach alle Details auf gamestar.de/Gewinnspiele an. Und dort könnt ihr außerdem auch ein Hardware-Bundle von Be Quiet gewinnen. Da ist ein Gehäuse dabei, ein weißes Gehäuse mit Fenster, damit ihr innen drin eure wunderschönen Lichter entsprechend gestalten könnt. Und außerdem ist da auch der CPU-Kühler Shadow Rock 3 ebenfalls in weiß mit dabei. Also, ich meine, alle Leute haben ja immer schwarze Displays, Tastaturen, Kopfhörer, alles schwarz. Das ist eure Chance, euch von der Masse abzuheben und euren kompletten Gaming-Room weiß einzurichten. Da wirken die Farben aber auch besser. Ja, und dann halt alles in hellblau und pink statt rot und grün. Das kann man alles mal ein bisschen anders machen. Einfach mal anders machen. Und zu guter Letzt könnt ihr außerdem noch diesen Monitor gewinnen. Nicht den hier. Der ist ein Stück länger, als man hier sieht. Der ist 27 Zoll in der Bildschirmdiagonale und bietet 4K-Gaming-Erlebnis. Es ist nämlich der LG Ultra Gear 47 war da ein bisschen viel, oder? 27 Zoll 4K-Gaming-Monitor. Wenn ihr den gewinnen wollt, dann müsst ihr auf gamestar.de/lg-gewinnspiel gehen und dort alle eure Daten eintragen. Noch ist nicht entschieden, wer dieses Gewinnspiel gewinnt. Deswegen macht alle noch mit und erfreut euch der Vorfreude und der Mysterie, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Denn ob ihr wirklich richtig steht, erfahrt ihr dann im Folge der nächsten Woche, wenn sich unser Kundendienst bei euch meldet und euch verrät, dass ihr das Gewinnspiel gewonnen habt. Aber wer den Battlestar gewinnt, das ist wie gesagt auch noch nicht entschieden. Und deswegen würde ich sagen, gebe ich euch jetzt mal an, was das nächste Spiel des Abends ist, damit ihr das schon mal starten könnt. Und dann können wir uns darüber unterhalten, wie fair oder unfair es ist, zwei Menschen in Age of Empires 2 gegeneinander antreten zu lassen. Nein! Liebe ich. Ah. Hat mein Pokerface möglicherweise schon ein bisschen was verraten? Das Einzige, was noch schlimmer wäre, ist... Wird schlimm. Steuererklärung gegeneinander machen oder so ganz einfache Handwerksfähigkeiten, die man als Mann können muss und das überhaupt irgendwas mit Auto reparieren gegeneinander. Okay. Was spielt der? Der kann schneller Winterreifen wechseln. Oh Gott. Ich kann das sehr schnell abgeben. Das wäre auch so ein Ding, ne? Oh Gott. Was weiß denn ich? Wie weit das ist die nächste machen. Werkstatt von wem von uns entfernt? Das ist, glaube ich, der große Trick. Wer wohnt näher an der Werkstatt, der ist schneller mit wechseln. Ey, das hätte ich, weil hier ist direkt eine. Wirklich? Ja. Oh Mann. Also ich fände es tatsächlich ganz lustig. Können wir uns das vielleicht aufschreiben für Battlestar nach der Pandemie, dass wir dann vielleicht auch so ein paar praktische Sachen mit reinmachen? Und muss es das eigene Auto sein oder kann das auch ein fremdes Auto sein? Nee, das ist mein Auto. Wir stellen dann mein Auto hin und jeder von euch wechselt zwei Reifen. Geld. Falls du dich gefragt hast, wie du dann umgekommen bist, ich habe die Reifen festgezogen. Ja. Ist das ein Mord? Ja. Oder ist das ein Unfall? Oder ja, was machen wir denn in Age of Empires jetzt? In Age of Empires müsst ihr beide... das
Ding auswählen, das Jochen euch vorhin ganz lang und breit erklärt hat. Also, wir spielen wohl aus dieser Kunst des Krieges Tutorial-Kampagne Sachen auf Zeitdruck. Und das genau, sind, ihr müsst beide auch gleichzeitig starten. Die Missionen, die einen darauf vorbereiten sollen, wie man das Spiel im Multiplayer spielt. So, brauche ich natürlich nicht, weil ich spiele Age of Empires immer im Multiplayer. Das ist noch nie im Multiplayer gespielt. Und ich habe das noch, warte mal. Ich zeige euch mal kurz, wann ich das letzte Mal Age of Empires gespielt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das Beeindruckendste daran, dass Michi die ganze Zeit aufsteht, dass er nicht mit seinem Kabel hängen bleibt. Ich habe ja kein Kabel. Ja, das ist das. Wireless. Ich finde, das ist eine der besten Erfahrungen, eine der besten Erfindungen der letzten Jahre. Das ist noch mit D-Mark-Preis, kann das sein? Das ist 1000 Jahre alt, da habe ich zum letzten Mal gespielt. Habt ihr denn die Spiele jetzt schon geöffnet? Also habt ihr die Matches gestartet? Ich bin quasi bereit. Du musst nur sagen, make it so. Das ist das erste Match. Wie heißt also? Kunst des Krieges. Und dann also von das dem erste Kunst, da, das ist ja ganz Kunst links. Ja, und dann welchen? Ich habe das ganz links. Frühe Wirtschaft. Genau. Sammeln Sie 500 Nahrung. Und ich bin jetzt quasi nach dem Tutorial-Bildschirm, da kommt so ein Ziele. Und das kann ich jetzt quasi wegklicken und dann geht's los. Genau. Und da muss jetzt hinkommen und dann können wir starten. Jetzt, bei mir läuft jetzt, achso, der erzählt jetzt noch einen. Das kannst du aber, glaube ich, wegklicken. Der erzählt ist schon zu weit. Ich glaube, du bist schon da. Michi, starte mal. Soll ich starten? Nicht, ne? Ja, gut. Das ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, dass Dirk jetzt ein paar Sekunden früher gestartet hat als Michi. Etwas vor, würde ich sagen. Denn die Zeit läuft bei jedem individuell. Wir sehen dann nachher bei jedem individuell, wer es schneller geschafft hat. So, und ich darf euch auch Tipps geben, habe ich mir sagen lassen. Deswegen gebe ich euch direkt mal den Tipp, dass ihr versucht, das Wildschwein anzulocken. Denn das Wildschwein gibt eine ganze Menge zu essen. Nur darf der Späher, den ihr da so fleißig herumschicken könnt, um die Gegend auszuspähen, nicht auf das Wildschwein loslassen. Denn was der Späher tötet, können die Bauern nicht essen. Das ist ein ganz berühmtes, altes Sprichwort. Bauernregel. Alte Bauernregel. Kennt man ja. Hat der Speer Zau der Schlong, brummelt uns nur long der Mong. Keine Ahnung. Das, genau so entstehen übrigens Bauernregeln. Da sehen wir bei Dirk tatsächlich auch schon das Wildschwein. Deine Bauern sollten das jetzt töten, bevor es deine Bauern tötet. Ja, das mache ich wie gesagt nicht. Es das wird ist nicht jetzt von selbst. Wer mir das vormacht. Das ist noch. Du spielst noch gar nicht, oder was? Also. Der erklärt mir gerade, was ich gleich machen muss. Nein. Ja, dann hast du das verkackt, Natascha. Dann müssen wir halt die Zeit stoppen. Das wird ja am Ende angezeigt, glaube ich. Ja, die Zeit wird trotzdem gestoppt. Also die Zeit stoppt das Spiel selbst. Ja, und jetzt, also fang gleich an und beeil dich einfach. Ja, klick, weiter. Komm, keine Zeit mehr verlieren, Dirk. Also quasi, und, also... Vielleicht gewinnt Dirk ja trotzdem und wird vor Michi fertig. Also ich meine, vielleicht gewinnt Dirk so schnell. Ja, Michi, hast du denn, schauen wir doch mal wieder auf Michis Karte, hast du denn dein Wildschwein schon angelockt? Nein, ich will von dieser Wildschwein-Geschichte nichts hören. Hat das Wildschwein vorhin deine Bauern getötet oder was? Nein, noch, ich hebe mir die Wildschweine auf für den letzten Boost, den ich dann brauche, um... Stellen Sie sicher, dass Ihre Dorfbewohner permanent arbeiten und dass Sie mit Ihrem Dorfzentrum unentwegt Dorfbewohner produzieren. Nur so können Sie auf eine Medaille für diese Herausforderung hoffen. Was brauche ich? 100 Holz. Jetzt mach doch mal schneller mit dem Holz, Leute. Das kann doch nicht sein. Ich brauche hier so eine Mühle. Jetzt mach doch mal. Oh nein! Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp. Eventuell schlägt der erste Versuch fehl, aber keine Sorge, denn Übung. Genau, eine weitere Möglichkeit an Essen zu kommen, abseits vom Wildschwein, ist Schafe. So, jetzt kommt der Wildschweinpull. Achtung, Wildschweinpull. Zu finden. Wo ist es? Komm mit, du blöde Sau. Jetzt komm mit. So. Jetzt wird's gepullt. Michi hat das Wildschwein herbeigerufen und jetzt gehen alle. Jetzt micro ich den hier weg. Achtung, zack, siehst du mal.
So, und jetzt so, baust du mir hier... So, das Wildschwein ist tot. Bei Michi ist das Wildschwein tot. Mühle hin. Und dann... Nicht genug Nahrung, sagt er. Was macht ihr denn hier, Leute? Da haben wir aber nicht gewettet. Was ist meine Bevölkerung? Oh, mein Bevölkerungslimit ist gleich... Oh Gott. Alter, ich sag's. Der Stress. Rundenschreitig. Wenn du dein Bevölkerungslimit erhöhen musst, musst du ein neues Haus bauen. So, wer arbeitet hier nicht? Alle arbeiten, das ist gut. Okay. Das sieht auch gut aus. Dorfbewohner ausgebildet. Nicht genug Nahrung. Dann mach doch mehr. Dann musst du vielleicht noch einen zusätzlichen nicht. Zum Nahrungssammeln schicken. Wie viel haben wir jetzt? Bevölkerungslimit? Okay, da geht noch was. So, die machen hier das Wildschwein weiter. Okay, und hier machen wir jetzt einfach mal den Checkpoint da drauf, damit die alle Essen holen. Frage ist, ob das reicht. Aber ich brauche ja eigentlich nur noch das mit der Feudalzeit. Dirk hat jetzt auch ein Wildschwein angelockt und es direkt auch ermordet. Ja. Yeah. Wenigstens einer, der sich ohne Diskussion an meine Vorschläge und Tipps hält. Aber da wird fleißig so gebaut. Drei und das einen noch. So, und jetzt müsste ich eigentlich alle haben. Schön fleißig. Work. Die Goldmedaille ist nicht mehr drin. Aber die Silbermedaille kann ich noch holen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um Ihrem Speer zum Erkunden Wegpunkte zuzuweisen. So, was war in dem... Da ist noch ein Wildschwein. Ihr bleibt hier. Ich kann leider nicht sehen, wie viel Nahrung und Holz ihr schon gesammelt habt, weil wieso nicht? Es einfach zu klein ist. Also ich habe jetzt 271 Nahrung, 285. Und jetzt Dirk, kommt, wie viel Nahrung hast du schon gesammelt? 125 habe ich gerade insgesamt hier. Scheiße, ja, und das habe ich... Jetzt habe ich mir extra okay. So teure neue Augen gekauft und kann das immer noch nicht sehen. Schade. Orochi. Das war eine Cyberpunk-Referenz für unsere kleinen Tombs, die draußen zu. So, oh, das sieht gut aus. Jetzt komm schon. So, jetzt ich habe mich verzählt, weil ich einen verloren habe. Wer arbeitet hier nicht? Du sollst arbeiten, habe ich gesagt. Können noch immer die Bronzemedaille ja. Ich kann noch immer faule. Die Bronzemedaille bekommen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, achten Sie auf Ihren Verbündeten. Ja, aber jetzt hättest du auch die Goldmedaille kriegen können. Holzfällerlager. Jetzt brauchen Sie noch 500 Nahrung. Jetzt komm schon. Sie haben 400 Nahrung gesammelt. Der Erfolg ist in greifbarer Nähe. Hier unten kommt doch dann so ein Button, oder nicht? Ja. Sobald du es geschafft hast, ja. Oh, die haben mich alles abgegrast. Ja! Yeah! Gut, Michi, was sagt die Uhr? Da steht keine Uhr. Wenn ich jetzt auf Fortsetzen drücke, steht's dann. Hier steht's. Zeit 10 Minuten 55. 10 was Minuten man, 55. Was ist die Vorgabe vom Spiel? Irgendwie 3 Minuten oder so. Ich glaube, um die Goldmedaille zu kriegen, musst du es in unter 4 Minuten schaffen. Oder in unter 3 Minuten. Wenn ich das diese bedeutet, Dorfbewohner anklicke, sagen die manchmal nein. Wer sollte mit so einem Personal schon zu irgendwas... Das geht doch nicht. Da musst du dich so, halt jetzt fragen, warum sagen sie nein? Wie ist das bei Dirk? Ich kann nicht gucken. Ich will ja nicht betrügen. Wie weit ist der? Dirk hat gerade gewonnen. Nein! Jetzt klickst du auf Fortsetzen und dann sehen wir, wie lange du gebraucht hast. Ich kann es nicht lesen. Du musst mir bitte 18. sagen, wie viel es ist. 9 Minuten 18, herzlichen Glückwunsch. Damit hat Dirk die erste Runde in Age of Empires 2 für sich entschieden. God damn it. Aber okay. Auch hier spielen wir Best out of 3. Das heißt, ihr könnt direkt in die nächste Runde gehen, in die nächste... Kannst du nochmal Jochen fragen, was das dritte ist? Sind wir schnell der Ritterzeit, ist es als zweites und dann machen wir das Boomen oder machen wir dann was anderes? Und dann sonst den... Was? Das kann Jochen uns sagen. Ich mache jetzt hier mal schnell eine Ritterzeit überspringen. Eine häufige Strategie in mehr Spieler. Genau, Ritterzeit und dann kommt Boomen, sagt Jochen.
Also ich bin jetzt bereit, auf loszulegen. Okay. Warte dieses Mal. Lass mir jetzt sagen, was er mir erzählt. Ja? Kannst du das nicht wegklicken? Ja, aber dann weiß er ja nicht, was er machen muss. Das ich ist ein gutes Argument. Fühle, nee. Was ich machen muss. That's why I win. Nee. Vielleicht solltest du weniger auf deine Gefühle hören. Skywalker, sie haben ihren Zielcomputer abgeschaltet. Ja, aber im Gegensatz zu dir konnte Skywalker auch fliegen. Hallo, das war ein Bauer, der auf Tiere geschossen hat. Also. Ich meine, bis du dich nicht in so einen X-Wing-Fighter gesetzt hast, können wir ja auch gar nicht wissen, ob du den nicht fliegen könntest, wenn Eben. Du wolltest. Eben. Aber du warst schon mal in einem gesessen, ne? Ja, auf irgendeiner Messe hatten sie einen rumstehen. Ja, stimmt. Ja. That is correct. Da habe ich meinen Führerschein verloren. Ach so. Weil ich ein Foto von dir gemacht habe. X-Wing. Nein. Ich wollte ein Foto von dir machen im X-Wing und meine Hülle hat meine Kamera so komisch obskuriert und ich habe aber die Hülle nicht vom Handy runtergekriegt und habe dann die Hülle einfach abgerissen und weggeworfen. Und in der Hülle war aber mein Führerschein noch drin. Oh. That was good. Verdammt. Ja, Opfer müssen gebracht werden. Also Dirk ist auch bereit, ne? Ja, ihr seid beide bereit und könnt auf 3 runter, auf 0 draufklicken. Also 3, 2, 1, klickt. Ja. Klicken Sie auf das Dorfzentrum und rein. So, und jetzt sehen wir beide gleichzeitig. Das ist doch auch spannend, obwohl Dirk ja vorhin auch trotz des deutlichen Zeitnachteils gewonnen hat. Denn er war insgesamt einfach deutlich schneller als Michi. Aber das war ja erst die erste Runde. Jetzt sind wir in der Ritterzeit. Und was ist denn dieses Mal euer Ziel, Michi? Sag doch mal. Wir müssen Dorfbewohner ausbilden, wir müssen Häuser bauen, wir müssen die Ritterzeit voranschreiten. So, jetzt muss ich aber währenddessen hier erstmal... Oh Gott, okay, jetzt macht ihr das hier. Was ihr hier sehen könnt, ist, Michi schickt seinen Speer kreisförmig um sein Areal herum, um mehr zu entdecken. Eine andere Option wäre es, ihn irgendwo auf die Karte zu schicken. Doing. So, wir schicken das mal hier hin. Der nächste Dorfbewohner, den Sie ausbilden, sollte ein Holzfällerlager bauen. Reihen Sie weitere und währenddessen in die Warteschlange ein und schicken Sie diese zum Holzsammeln. Ihr Speer sollte weiter die Gegend decken. Macht Dirk genau das gleiche auch. Dirk schickt seinen Speer kreisförmig um sein Areal herum. Du verrätst dir meine ganzen coolen Taktiken. Ich weiß nicht, ob das eine coole Taktik ist. Ey, das muss so schlimm sein für jemanden, der das hier guckt und der das Spiel kann. It's the worst. Wichtig ist auch hier natürlich jetzt wieder, möglichst schnell an Nahrung und Holz zu kommen, um weitere Dorfbewohner ausbilden zu können. Ich habe ein Dings schon erlegt, ein Schaf. Zu früh. Zu früh! Ach, dann verwest das, ne, wenn man das nicht schnell genug wegfuttert. Irgendwas war da. Ja. Was ist denn hier? Es gibt ein Wildschwein. Wenn Sie Erfahrung mit dem Anlocken von Wildschweinen haben, entwickeln Sie den Webstuhl im Dorfzentrum, sobald Ihr nächster Dorfbewohner ausgebildet ist. Das Wildschwein bringt immer relativ viel zu essen, also ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, es möglichst bald ins Dorf zu holen. Ihr Dorfzentrum sollte niemals stillstehen. Alle Schafe ins Dorf holen. Manchmal findet man auch Goldvorkommen, die sind in dem Fall jetzt nicht so wichtig, aber später, oh Gott, die sind alle untätig. Wenn man das Spiel dann tatsächlich... Die Idioten! Los, mach die kaputt. Hier. So. So, noch ein Schäfer. Bilden Sie weitere Dorfbewohner aus. Ihr Dorfzentrum sollte niemals stillstehen. Ihr Dorfzentrum sollte niemals stillstehen. Lernen Sie in Ihrer Freizeit die Wildorder. Hä? Die Sträucher brauchst du, um Nahrung zu sammeln. Ich habe keine Bärensträucher. Ich habe keine gefunden, nicht. Der Dorfbewohner, den Sie erschaffen, sollte ein Haus in der Nähe der Wildschweine haben. Da werden doch wohl irgendwo Bärensträucher sein. Der nächste Dorfbewohner sollte ein Haus in der Nähe der Wildschweine errichten. Das klingt wie a recipe for disaster. Legen Sie den Sammelpunkt Ihres Dorfzentrums auf die Bärensträucher und lassen Sie den nächsten Dorfbewohner, den Sie Dirk kämpft noch mit der
Zufälligkeit seiner Map, denn in der Nähe seines Dorfes scheint es keine Nahrungsmittelvorkommen zu geben, was natürlich ein deutlicher Nachteil in einer solchen Challenge ist. Ach, bestimmt. Diese Challenge bereitet euch übrigens auf das Multiplayer-Spiel vor. Wann man Rage quittet, wann man es nicht checkt. Jetzt. Ja. Nein, viele von euch werden sich vielleicht erinnern, letztes Jahr auf der Dreamhack, als man noch raus durfte, haben wir auch Age of Empires gegeneinander gespielt. Und ich bin in der Annahme reingegangen, dass ich das eigentlich relativ gut kann. Und als die ersten schon gewonnen haben, war ich erst in der zweiten oder dritten Zivilisationsstufe und habe dann eingesehen, gut, ich habe das Spiel das letzte Mal vor 15 Jahren gespielt. Vielleicht hätte ich es nochmal anfassen sollen, bevor ich da in eine Challenge reingehe. Aber es war trotzdem lustig. Es geht ja am Ende doch nur darum, Spaß zu haben. Man merkt, wie gut ich in dem Spiel bin, weil ich alles anklicke. Das sind immer die wahren Checker. Nicht mit Hotkeys spielen. Naja, das Spiel verrät einem ja auch relativ wenig über Hotkeys. Das Spiel hat passiv-aggressiv gerade gesagt: Locken Sie das Wildschwein ins Dorfzentrum. Sie sollten ja wohl wissen, wie das geht. Wenn nicht... Was ist denn das hier für eine Kacke? So, ihr drei. Ich habe immer noch keine Sträucher. So, jetzt wird's ein Faust. Ah, nee, anderes Spiel. Problema. Vielleicht, schau doch mal hier die ganzen Stellen an, die jetzt sein. Hier noch im Schatten sind. Drei, vier Stück. Mhm. Schau doch mal, dass da ganz vieles noch im Schatten in deinem Spiel. Schalte das doch alles einfach mal frei. Da schon. Okay, fuck my life. Weißt du, wenn sie direkt vor deiner Nase sind. Das könnte jetzt natürlich sein, dass das ein deutlicher Nachteil für Ja, das war auf jeden Fall ein Fuck-up. Aber es kann ja immer noch sein, dass Michi jetzt auch nochmal einen ordentlichen Fuck-up leistet. I'm counting on it. Meinst du? Zu wenig Jäger. Wo ist denn überhaupt mein Späher? Nicht vergessen, der Späher darf keine Nahrung töten. Die nächsten 6 Dorfbewohner zum Holzhacken. Wo soll ich denn auf einmal jetzt 6 Dorfbewohner zum Holzhacken her haben, sag mal? Nahrung töten. Gott, ey, wie die Heuschrecken schnabulieren die das hier alles schon weg. Um ihre Holzfäller zu verteilen. Damit steigern sie die Produktivität ihrer Holzfäller und stellen sicher, dass sie im Falle eines feindlichen Angriffs noch an Sag doch beide mal einen Zwischenstand. Michi, wie viel Nahrung hast du? Ich kann's nicht sehen. Nahrung ist gerade eigentlich wurscht, weil wir müssen ja quasi diese 27 Dorfbewohner hinkriegen. Und ich habe 20 davon. Ich muss noch das zweite Wildschwein jagen. Hm. Oh Gott, die sind hier schon wieder arbeitslos. 20 Dorfbewohner. Wie viele Dorfbewohner hast du im Moment, Dick? Blöde Wildschwein. Jetzt 22, glaube ich. Das bedeutet, du hast trotz deines Fuck-ups mit der Nahrung immer noch einen sportlichen... Du bist immer noch sportlich dabei. Wir haben wieder ein Wildschwein gefunden. So, die mit dem Holz in der Hand pullt das jetzt. Das wirkt fachmännisch. Selgere. Mit dir. Selgere. Helgere. Jagere. Ich finde es sehr schön, dass Michi das Spiel für uns Jagere. Nachsynchronisiert. Helgere. Jagere. So, was? Nochmal Häuser. Ja, immer Häuser. Häuser sind sehr wichtig. Noch ein Haus, noch was zu essen. Fällt einfach. Wo habe ich denn hier? Ist wieder einer untätig. Du wirst ein Holzfäller. Ah, Bergarbeiter links. So. Gott, Gold brauchen wir jetzt auch, oder was? Ich raste aus. Du machst mir jetzt hier so einen Berg. Auf einmal, oder? Das gibt's ja nicht. Ey, immer wollen sie mehr. Wenn du denen einen kleinen Finger gibst, dann jägern sie dir die ganze Hand.
Okay, die haben jetzt alle aufgehört zu arbeiten, weil das Schwein hier wohl... Weil du die Bärensträucher abgetragen hast. Ja. So, wer ist jetzt hier gerade arbeitslos? Du arbeitest hier. So. So, wo ist denn noch Schaffleisch? There's no such thing. Wir werden verhungern! Michi, du kannst Felder bauen, ne? Ach, scheiße, wie geht das? Musst du sogar? Ich habe schon mal Age of Empires gespielt und weiß, wie das geht. Es gibt nicht viel zu tun. Halt, das muss man abbrechen. Erkunden Sie weiter die Gegend und behalten Sie Ihre Dorfbewohner im Auge, um sicherzustellen, dass sie nicht untätig herumstehen. Wenn Sie die Feudalzeit erreicht haben, benötigen Sie 325 Michi, Holz, genau. Um eine Schmiede und einen Marktplatz zu errichten. Beginnen Sie mit dem Bau von Feldern, wenn Ihre Schafe beinahe aufgebraucht sind. Reihen Sie zwei weitere Dorfbewohner in die Warteschlange ein, bis Sie die Feudalzeit untätigen Dorfbewohner sollten Holz sammeln gehen, sobald sie ausgebildet wurden. Das sieht doch fachmännisch aus. Gott, sieht das scheiße aus. Wie viele Dorfbewohner habt ihr denn inzwischen, Dirk? Ja, Sekunde. Ich versuche dir gleich ein Update. Also ich habe 28. Oh Gott, das hat mir jetzt gerade wehgetan, Michi. Was denn? Wegen dem, ne? Was ist passiert? Ah ja, das ist... Ich kann das... Oh, ich bin ein Zeitalter weiter, okay. Wie viele jetzt? Okay. Im Holzfällerlager die doppelschneidige Axt. Na klar. Requesting sehen Halls, wir den Michi Alter. Hier? Sehen wir Dirk das? Hier gerade schon hastig auf die Ritterzeit zu steuern? Ich glaube, der hat das klüger gemacht. Eilen, ja. Naja, dazu muss man sagen, glaub, dass er einen deutlichen Nachteil hatte am Anfang, weil er seine Nahrungsmittelvorkommen nicht gefunden hat. Ich aber auch nicht. Das geht auch auf meine Kappe, ey. Das habe ich einfach vergeigt. Bauern habe ich. So, ab geht's, Feudalzeit, hier komme ich. Ritterzeit. So. Kann man das denn hier noch verbessern? Ja. Okay. Oh nein, oh, ich horst. Oh Gott. Ich hoffe, dass du jetzt was nicht gewinnst. Sekunde, sonst wäre ich jetzt der dümmste Idiot. Ich hatte noch einen Dorfbewohner in der Warteschleife und hatte nicht mehr genug Nahrung und der hat mir Ritterzeit. Oh Gott. Oh Gott. Aber du hast es geschafft. Michi, wie sieht's bei dir aus? Ist er schon in der Ritterzeit oder was? Ja. Dirk ist gerade in der Ritterzeit angekommen. Ja, 19 nee. Minuten 19. Nee. Schöne Zeit. Da bin ich raus. Also ich bräuchte jetzt noch 500 Nahrung und ein Gebäude zu wenig und Tilt. Dann würde ich sagen, ich gebe mich geschlagen. Nee, können wir bitte vielleicht in allen Staaten nochmal gerichtlich gegen das Ergebnis vorgehen? Nee. Wir zählen gerne nochmal noch mal nach. Stop the count. Dazu schauen wir uns am besten einmal kurz den Spielstand an. Und dann sehen wir hier, dass Michi derzeit mit 6-4 vorne liegt. Es sind also nur noch 2 Punkte. Die nächste Runde, keine Ahnung, ob die was entscheidet oder nicht. Dazu kann ich einfach nicht schnell genug Kopf rechnen. Nein. Schon, oder? Also in der nächsten Runde, wenn die nächste Runde gibt 5 Punkte. Aber bevor wir uns das nächste Spiel anschauen. Naja, wenn Dirk das gewinnt, dann ist er wieder in Führung. Genau, wenn Dirk die nächste Runde gewinnt, liegt er 3 Punkte vor dir. Aber ich weiß nicht, ob wenn du die nächste Runde gewinnst, ob Dirk dann überhaupt noch gewinnen kann. Aber ich will das auch eigentlich gar nicht ausrechnen. Natürlich. Weil in meinem Kopf
ist es nämlich viel spannender, wenn ich überhaupt nicht weiß, wann das Spiel gewonnen ist. Wir wären ja auch dumm, verstehst du? Wenn wir euch sagen, wann ihr abschalten könnt. Gar nicht. Genau. Weil das hier ist nämlich wichtiges. Wichtig. Aber während ihr euch anschaut, wie ihr das nächste Spiel starten könnt und wie ihr gemeinsam in die gleiche Lobby kommt, da nämlich in Fall Guys. Wow, krass. Gehen wir noch mal kurz in die Werbung und schauen uns ein paar Clips dazu an. Bis gleich. Mit Games kannst du in eine Welt voller Abenteuer eintauchen. Aber jedes Abenteuer birgt auch Gefahr. Du klickst auf einen Phishing-Link in einem Gaming-Forum und dir wird dein Passwort geklaut. Du lädst dir das falsche Programm runter und plötzlich ist Malware auf deinen Geräten. Du verlierst ein Multiplayer-Match wegen einer Botnet-Attacke. Oder du benutzt NordVPN und schützt deinen Traffic mit der modernsten Verschlüsselung. Spiel nicht mit deiner Sicherheit. Bleib auf der sicheren Seite. You're ready to get in the game now. The last thing you want is to wait. WD Black. Performance storage. Purpose built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Customizable RGB. WD Black. Because the game never waits. WD Black. Drive your game. Also das ist halt, finde ich, Cyberpunk at its best. Der LG OLED 77CX9LA verspricht mit seinem 77 Zoll großen OLED-Panel satte Farben, HDR und einen perfekten Schwarzwert, da jeder Pixel selbstleuchtend ist und kein Backlight benötigt wird. Es ist so schwer zu erklären, wenn du noch kein HDR gesehen hast auf einem OLED-Display, wie viel cooler das ist. Und du guckst dir halt wieder so einen normalen Monitor an oder Fernseher und denkst die ganze Zeit so, können wir jetzt mal bitte den Kontrast wieder reindrehen? Ist wieder so, und hast du es einmal gesehen, kannst du nicht mehr zurückdingen. Besonders für Spieler bietet der TV viele interessante Features, wie etwa eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, G-Sync-Support zum Latenz- und Tearing-freien Zocken und vier HDMI 2.1 Anschlüsse, dem neuen Standard, der eine 4K-Auflösung bei 120 Hz ermöglicht. CD Projekt Red baut halt ihre Spiele unglaublich detailreich. Und auf so einem riesigen Bildschirm, da fällt einem alles viel mehr auf. Die perfekte Grafikkarte zu diesem Monster-TV ist Nvidias Flaggschiff RTX 3090, die selbst ein absolutes Grafikmonster wie Cyberpunk in 4K-Auflösung auf die Bildfläche bringt und dank Next-Gen-Features wie Raytracing für realistische Spiegelungen und Beleuchtung sorgt. Da sieht man halt dann wirklich, was der wirkliche Benefit von Raytracing ist. Und wenn man bedenkt, wo wir herkommen und wo wir jetzt sind, also selbst in so kleinen Details, das ist schon sehr beeindruckend. Mit Nvidias hauseigener Deep Learning Technologie DLSS 2.0 lassen sich ohne spürbaren Qualitätsverlust höhere Framerates erreichen, sodass unser Spielerlebnis stets flüssig ist. Auch sehr beeindruckend, also auf DLSS Qualitätssetting, da merkt man eigentlich so gut wie keinen Unterschied zu nativen 4K. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Gewinnt mit etwas Glück diesen 27 Zoll Ultra Gear Gaming Monitor mit UHD von LG. Jetzt mitmachen auf gamestar.de/LG-Gewinnspiel.
Laufen wir? Ja, wir laufen schon. Oh, Entschuldigung. Ups. Und da sind wir wieder zurück mit Fall Guys und mit Battlestar, andersrum, mit Battlestar und mit Fall Guys, denn das ist das nächste Spiel, in dem meine beiden Gäste Michi und Dirk gegeneinander antreten. Wie ich vorhin schon erklärt habe, jedes Weiterkommen pro Run gibt einen Punkt, die Krone zu holen gibt drei Punkte, das bedeutet, jeder kann potenziell pro Run 7 Punkte holen und wir machen wieder Best out of 3. Das heißt, es kann sein, dass wir nach dem zweiten Run schon aufhören. Es kann sein, dass wir den dritten Run bis zur Krone durchziehen. Wir wissen, dass Michi bereits einmal König der Fall Guys geworden ist. Er hat tatsächlich schon mal die Krone geholt. Dirk, hast du schon mal die Krone in Fall Guys geholt? Nee, ich habe tatsächlich noch keine Krone geholt. Das letzte Mal, die letzten Kronen hatte ich irgendwann mal beim Dänemark-Urlaub und das ist schon ein bisschen her. Na dann, schauen wir mal, wie es diesmal für dich aussieht. Wir suchen gerade schon nach einem Match. Aber er wird nicht voller wahrscheinlich. Noch 10 Sekunden, dann geht das hier mit 41 Leuten los. Ich meine an alle, die jetzt zufällig gerade mitspielen. Wir spielen die Version über Steam. Das heißt, wenn ihr einen von unseren Freunden hier im Match seht, dann winkt freundlich, haltet sie nicht fest, seid nicht gemein. Ritterparcours ist die erste Runde. Das kam, als wir das letzte Woche gespielt haben, kam das schon mal. Aber das ist fies. Aber es ist eine Art. Warte mal, hier A ist springen und sonst ist nur laufen mit dem Stick, ne? Ja, und du hast mit X kannst du so einen Hechtsprung machen und du kannst dich mit, ja, richtig. Mit ich glaube, RT kannst du dich so halten und festhalten und so. Aber frag mich nicht, wie das mit Hochziehen geht. Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, RT festhalten, und dann A, ne? Oder so. Da dormiert man auf. Oje! Bei mir macht das doch jetzt. Und los geht's. Oh, ich bin jetzt zum Glück gleich los. In der ersten Reihe gewesen. Diesen Vorteil hast du aber direkt wieder verloren, denn du wirst ganz schön brutal geschubst. Nee, das war alles Absicht. Das war alles Absicht. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier. Das ist tatsächlich ein relativ gemeiner Parcours, aber Michi bekommt das natürlich hin als professioneller Fall Guys. Jetzt verschreist doch nicht. Spieler. Wusstet ihr übrigens, Fun Fact, dass Michi für das Motion Capturing von dem Fall Guys Dude zur Verfügung stand? Hallo. Kein Body Shaming hier. Wow. Oh, das kommt zurück, es kommt zurück, es kommt zurück. Hey. Okay. Hey, wie macht man denn das? Wie soll man denn das? So. Oh, Leute. Oh Gott. Du musst einfach zum richtigen Zeitpunkt springen, dich festhalten und hochziehen. Und springen! Ja, sehr schön. Und du bist direkt schon mit drin. Dann schauen wir doch direkt weiter, denn natürlich ist auch hier noch nichts verloren. The Mighty Pink Pigeon. Ja, das sieht nicht super gut aus. Also die Hälfte ist schon drin. Alter, diese! Ich glaube nicht, dass Dirk noch bis zum Ziel kommt. Rausgefunden! Ich hab's noch nicht verstanden! Das ist so gemein! Ich weiß es nicht! Ich hab die Mechanik nicht gerafft! Nee, und oh das Mann! War's. Damit ist. Jetzt kann ich punkten! Damit ist Dirk bereits rausgeflogen. Das bedeutet aber nicht, dass wir den Run beenden, denn der Run geht weiter, bis auch Michi rausfliegt. Michi hat hiermit den ersten Punkt für Fall Guys angezogen. Wie gesagt, ihr könnt hier maximal 21 Punkte erreichen, denn wir spielen 3 Runs und in jedem Run könnt ihr maximal 7 Punkte erreichen und 3 mal 7 ist 21. Das kleine 1 mal 1 kann ich auch noch. Puh, okay. Alright. Wir bleiben jetzt also direkt bei Michi. Die Wippen kennt Michi schon.
Ach Mann, die sind okay. Ich bin eigentlich ganz gute Erinnerung an das Spiel, aber das... Michi startet dieses Mal in der Mitte, aber er hat es nicht ganz geschafft, sich direkt nach vorne zu holen. Das Gemeine an den Wippen ist, wenn man... Je weiter man hinten ist, umso beschissener. Genau, denn alle anderen wippen ja die Wippen durch die Gegend. Aber Michi sieht eigentlich ganz gut aus. Er ist noch im zweiten Drittel. Das wird nix. Lass ich mich immer wieder davon triggern. Doch, sieht doch ganz gut aus. Doch, du bist definitiv jetzt im ersten Drittel. Au. Wenn dich jetzt niemand mehr festhält und runterschubst, dann könntest du definitiv noch ins Ziel kommen. Das sieht nicht ganz so gut aus. Damit hast du jetzt ordentlich Zeit verloren. Ach, Quatsch. Das mache ich immer so. Das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Jetzt fällt er da hin. Hör mal. Also du bist definitiv noch in der vorderen Hälfte. Oder hat dich jetzt gerade jemand festgehalten? Das ist ja schon immer so ein bisschen gemein, ne? Also ich finde es insgesamt schon doof, dass es die Mechanik überhaupt gibt. Aber man braucht sie halt für einige der Spielmodi. Der eine bleibt einfach in der Mitte stehen. Der Sack. Und du rettest einfach alle anderen. Das ist halt mein altruistisches Ich. Komm schon. Und jetzt damit kommst du ins Grabscher. Ziel. Yes. Und easy. Hast dir einen easy. Zweiten Punkt geholt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Jetzt müssen wir nur abwarten, bis auch alle anderen ins Ziel gekommen sind und beobachten dabei einfach eine zufällige Gurke. Sleepy Skiing. Das sah ehrlich gesagt sehr souverän aus. Danke. Vorbei. So, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Michelein. Damit bist du in der dritten Runde und es sind nur noch 30 übrig. Boah, was hatten die da oben für einen geilen Anzug? Diese Katze mit den Roboterarmen. Das will ich auch. Da musst du mehr spielen. Okay, bin mal sehr gespannt. Auf die jetzt kommen. Oh, das war letztes Mal aber auch schon. Das ist auch wieder so ein... Also heute sind es nur so Hochkraxelspiele. Die mag ich eigentlich immer. Ich hasse diese Ballsportsachen und dieses Teamzeug. Erklimme den verschneiten Berg. Na dann. So, und los geht's. Da ist er direkt schon von irgendwelchen anderen Leuten geschubst worden. Hier auf der Map sind jede Menge Hindernisse und jede Menge Laufbänder oder ähnliches, die sich in bestimmte Richtungen drehen oder die unsere Spieler wegschleudern. Das war ein ganz knappes Ding. Aber noch sieht es gut aus. Er hat auch keinen Zwischenstopp eingelegt, sondern hat sich direkt von der zweiten Luftdingsterbumster weiter ziehen lassen. Jetzt heißt es nur noch ganz vorsichtig sein und sich nicht boxen und nicht umschubsen lassen von den Indianer Schneebällen. Lassen. Aber das sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich finde, das macht unser Michi wirklich Typ ganz gut. Ist mein Bodyguard. Dann nimmt sie alle mit. Das war knapp, aber du bist nicht auf dem Katapult gelandet. Jetzt kommt hier so eine blöde Mauer. Oh, aber den hast du dir gerade eben noch geschnappt. Sehr gut. Nicht unvorsichtig werden. Nicht unvorsichtig. Was? Nein, das war sehr knapp. Das war wirklich knapp. Es tut mir leid. Nein! Aber Michi hat sich direkt 2 Punkte im ersten Run gesichert. Damit gehen wir jetzt in den nächsten Run. Okay, dann gehe ich jetzt hier raus. Auch beenden. Da noch alles offen. Und eventuell kann die Regie den Talkback ausmachen, weil ich höre nämlich den Michi dauernd doppelt. Dankeschön! Als ob das schlimm wäre. Also hat Michi jetzt was davon gehabt, dass er die zweite Runde noch geschafft hat? Achso, ich bin aus dem Match nicht rausgegangen, glaube ich. Du kannst aus dem Match jetzt wieder rausgeben, sind jetzt quasi in der Lobby. Bereit. Dirk, Moment, Dirk muss erst noch aus dem Spiel raus. Ja, ich bin nicht. Ja. Kann mal wieder raushüpfen. Ja.
Ich, Okay. War so lange gerade noch gefesselt von dem. Und jetzt wäre ich soweit. Also, sehr hat schön. Es jetzt einen Vorteil, zwei Punkte gemacht zu haben? Naja, ich habe zwei Punkte mehr als du. Wie viele Punkte haben? Man kann insgesamt 21 Punkte bekommen in diesem Spiel. In dieser Runde. Ah ja. Denn okay, du kannst, verstehe. Du kriegst für jedes Weiterkommen einen Punkt und für die Krone drei zusätzliche. Und es gibt vier Stages pro Run. Das heißt, vier Punkte pro Run plus drei Punkte für die Krone macht 7 Punkte. Wir spielen drei Runs, macht 21 Punkte. Und Michi hat jetzt bereits 2 Punkte. Du hast 0 Punkte. Und 2 ist mehr als doppelt so viel als 0. Bestechend. Weißt du, Natascha, die Kids sitzen zu Hause. Die Schulen sind zu. Die vertrauen auf uns, was Homeschooling angeht. Und wir verderben eine ganze Generation junger Mathematiker. Weißt du, du weißt, dass ich nicht besonders gute Witze erzähle. Deswegen ist mein erklärtes Ziel eigentlich immer, dich und meine Gäste damit zum Lachen zu bringen, dass ich besonders dumme Sachen sage. It works. So, das ist die Schleim! Die Schleim gefallen! Die haben wir auch schon mal gespielt in der letzten Runde. Die ist okay machbar, wenn man ein gutes Momentum hat. In diesem Fall hier muss man nämlich jetzt immer dafür sorgen, dass man zwischen diesen Dingern durchkommt, ohne dass jemand anderem einen den Weg versperrt. Und der Michi hat es tatsächlich geschafft, in dieser engen Geschichte durchzukommen. Auch Dirk ist durch und ist bereits im Lollipark, wo diese... Wrecking Balls. Lollipark. Bumm. Das ist ja sehr. Ich sehe, Dirk ist bereits oben angekommen. Echt? Aber Michi kann natürlich immer noch ran. Du würdest übrigens eine ganze Menge Zeit gewinnen, wenn du dich von diesen Dingern hochlässt. Als letzter! Das war gerade. Das war. War das Platz 43? Oh ja, war gerade als allerletzter. Michi und Dirk sind beide in die nächste Runde gekommen. Krass. Das ist ein Punkt für beide Spieler. Und dann schauen wir mal, was unsere nächste Runde für uns bereithält. Nichts mit Bällen, nichts mit Bällen, nichts mit Bällen, nichts mit Bällen. Das nächste Spiel ist... Ich weiß nicht, was das mit Bällen ist. Fußball. Den Ball. Dauert das immer so lang? Oh nein, das ist damit auch so schlecht. Perfektes Paar. Merke dir die Symbole auf den Feldern. Wenn ein Symbol auf dem Bildschirm erscheint, geh auf ein passendes Feld. Oh, okay. Das ist quasi Memory. Aber theoretisch kannst du auch einfach mit Crowdsourcing spielen. Einfach da hingehen, wo alle hingehen. Es sei denn, alle sind dumm. Okay. Oh Gott. Es sind nur zwei Obster. Es ist eine Melone und eine Kirsche. Das sind die beiden Optionen, die es gibt. Und jetzt müsst ihr euch auf eine Kirsche stellen. Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn der Boden unter euren Füßen wegbricht. Jetzt sind es mehr Obster. Jetzt sind es Kirsche. Orange und Traube. Drei verschiedene Möglichkeiten. Hier, da ist noch so ein Apfel auch, oder? Oh, Entschuldigung. Okay. Kirsche, Orange, Apfel und Traube. Es sind vier verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt müsst ihr euch dahin stellen, wo eine Kirsche ist. Puh. Yes! Beide sind weitergekommen. Beide standen tatsächlich sogar auf den gleichen Quadraten. Jetzt haben wir Kirsche, Banane, Apfel, Orange und Traube und Melone. Also sechs verschiedene Optionen. Kirsche, Banane, Apfel, Traube, Melone. Und ihr müsst euch hinstellen, wo die Melone ist. Hopefully that's right. Nein! Dirk ist jetzt gerade... Dirk ist so zielstrebig auf eine Platte zugesprungen, auf die niemand anders gesprungen ist. Yes. Aber Michi ist eins weiter gekommen. Herrentier! War auch nur 50-50 Chance, weil die eigentlich auf ein anderes Feld alle hin sind.
Ich habe, ich will das gerade sagen, das Richtige entschieden. Wechseln diese Felder ihre Frucht zwischendurch? Glaube schon. Glaub schon. Ja, ne? Klar, weil ich dachte immer, am Anfang hast du ja viel weniger. Mal auf und dann mal wieder. Oh, das ist auch, das hasse ich, diese Mannschaftsdinger. Nein, ich meine innerhalb der Runde. Ja, ich glaube auch innerhalb der Runde wechseln die das. Ja. Nee. Weil es sind ja am Anfang nur 2 Früchte, dann 4 und dann 6. So, der Michi ist im blauen Team und es geht natürlich darum, so viele Bälle wie möglich in sein eigenes Tor zu legen. Das goldene Ei gibt dabei 3 Punkte, alle anderen geben 1 Punkt. Man kann außerdem auch, neben der Tatsache, dass man einfach Eier in sein eigenes Tor legen kann, auch Eier aus fremden Toren klauen. Das lohnt sich vor allem bei den goldenen Eiern. Da ist es dann aber auch immer sehr hilfreich, wenn mindestens einer im Tor bleibt, um alle anderen zu verprügeln, die versuchen, das goldene Ei zu klauen. Also Michi versucht jetzt hier derzeit, das goldene Ei zu schnappen, was da gerade noch grob fahrlässig durch die Gegend gekickt wird. Davon sterben übrigens Küken, davon, dass man Eier durch die Gegend kickt. Michi wirkt auch ein bisschen verloren. Ja, aber es macht nichts. Die Menge an Punkten des blauen Teams ist auch erschreckend niedrig, muss man dazu sagen. Ja, waren eben voll gut. Ja, aber jetzt seid ihr halt nicht mehr. Wir sind doch alle blau! Wir gehören doch hier alle zum selben Verein. Das gelbe Team liegt derzeit in Führung mit 33 Punkten. Das blaue Team hat derzeit nur 7 Punkte. Sieht nicht gut aus, das schwankt immer so ein bisschen hin und her. Nee, das sieht gar nicht gut aus, man. Nee, Michi, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da gar kein Vertrauen darin, dass ihr diese Runde nur für euch entscheidet. Weil ich Team Sport ab ne hasse. Wir rangeln uns hier zu zweit als einzige blaue Spieler in den Mitteldings. Ich will da auch nicht runtergehen, ich komme da nie wieder hoch. Oh. Ja, das wird nichts, Leute. Ja, aber du musst da runtergehen, denn du musst da die Eier rausholen. Es sind keine Eier mehr unterwegs. Hol doch schnell, ja, hol doch schnell ein blaues, ein goldenes. Einfach 0 Eier. Nee. Ihr könnt doch nicht 0 Punkte. Nee. Ja. Nee. Nein! Damit ist Michi ebenfalls ausgestiegen. Was haben wir denn jetzt? 4-1, oder? Ja, ist schon knapp jetzt, sag ich ganz. Oder ist es 3-1? Da muss ich in Level 3 kommen. Es ist jetzt 3-1, glaube ich. Nee, 4-1. Aber wir sehen das gleich. Oder? Nee. 4-1. Wenn unsere Regie. Also ich hätte aussteigen müssen, ich habe vergessen. Also ihr müsst jetzt bitte beide aussteigen. Ja, ihr müsst jetzt bitte beide aus der Runde aussteigen. Hypnotisieren. Ich auch nicht. Ach Mann, ja. Oh. Wir wollen nicht den anderen Leuten dabei zugucken. Ich bin auch noch drin, sorry. Any second es now. Ist 4-1 derzeit. 4-1. Okay, das kann ich. Das heißt, wir machen jetzt unseren letzten Run noch. So, jetzt komme ich jetzt hier raus. Beenden. Wer gewinnt, ja. Indem du das Spiel beendest. Genau, so. Sehr schön. Ich möchte übrigens nochmal sagen, dass ich das Kostüm, okay, das Kaktuskostüm sehr gerne mag. Ich finde es wirklich niedlich. Das hat irgendwer eingestellt. Jemand Modebewusstes. Ich nicht. Und da geht's los. One last Hurra. Okay. Jetzt aber. Ich spür's auch. Das wird mein Moment. Ja. Okay. Wie oft ich in dem Spiel schon gleich im ersten Run ausgeschieden bin. Das muss so bitter sein, wenn man früher bei Takeshis Castle mitgemacht hat, als jemand, was ich als Europäer, der extra dahin geflogen ist und dann gleich in diesem ersten Spiel ausscheidet. Das muss bitter sein. Ja, führst mal so. So, jetzt sind wir vollständig, 60 Spieler und es ist, das ist der Türenlauf. Der Türenlauf ist immer ein bisschen, da habe ich mir vom Heider den Tipp mitgeben lassen, dass es immer ganz sinnvoll ist, dann nicht zu den Allerersten zu gehören, denn die Allerersten werden gegen die Türen laufen. Wenn man sich aber so im zweiten Drittel befindet, dann wird man schon relativ fix herausfinden, welche Tür die richtige ist und kann einfach durch die richtige Tür laufen. Die Ersten werden die Türen laufen. Ja. Yeah.
Okay. Ja, das kann nicht gut, das ist mein Level. Ich bin. Man nennt mich auch den Tür. Nicht jede Tür geht auf, ne? Also einfach schwungvoll gegen eine Tür laufen und hoffen. Sehr gut. Sowohl Michi als auch Dirk haben sich direkt die richtige Tür geschnappt. Dirk, wenn ich sage im zweiten Drittel, meine ich nicht, dass man als allerletzter rumlaufen soll, gell? So, boah, diese wie das Türen immer so auf diese eine Öffnung dann so zusteuert, wie so eine Schlammflut. Oh, was für ein Glück. Michi sieht aus, als wäre er relativ weit vorne mit dabei. Sieht aus wie ein Kaktus. Dirk ist nicht weit hinter ihm. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht gar nicht schlecht aus für beide. Steh auf, Mann. Michi nicht so gut. Definitiv im ersten Drittel. Jetzt sehen wir gleich, Michi läuft als Nummer 30 durch. Nein, das war aber sehr knapp. Das war sehr knapp und damit Runde Battlestar entschieden. Ihr dürft beide das Spiel verlassen, denn Michi hat mit 5-1 Punkt die Runde Fall Guys für sich entschieden. Herzlichen Glückwunsch, Michi. Machen wir mal ganz kurz ein kurzes Zwischeninterview. Michi, wie geht's dir? Fühlt sich gut? Oh, also ich bin ein bisschen froh, dass zum einen Age of Empires schon rum ist. Das war wirklich das, was ich am meisten befürchtet habe, was mir das Genick brechen wird, hat es ja dann auch. Aber jetzt kann es nur noch besser werden. Ein Angstspiel habe ich noch, aber ich sag nicht welches. Damit der Dirk nicht weiß, was es ist. Aber ich bin ganz zuversichtlich, das könnte heute klappen. Wie viele Spiele haben wir denn überhaupt noch? Wir haben potenziell noch zwei Spiele. Schauen wir uns doch erstmal den Punktestand an. Wir sehen hier jetzt wieder einen sehr, sehr deutlichen Vorsprung für Michi mit 11-4 Punkten. 11 ist 7 Punkte mehr als 4. Das ist. 7 mehr, das, was ich sagen wollte. Ja. Gut. Aber er kann ja, also jetzt muss Dirk quasi die nächsten Spiele gewinnen. Ja. Zwei gewinnen, ja. Genau. Wenn Dirk jetzt beide nächsten Runden gewinnt, wenn Dirk die nächste Runde gewinnt, dann hat er 10 Punkte und du 11 Punkte. Wenn du die nächste Runde gewinnst, kann Dirk nicht mehr gewinnen. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal deutlich spannender als beim letzten Mal. Oh Gott, ich hab so Angst. Hey je. Bevor wir uns jetzt allerdings das nächste Spiel anschauen, dass ihr schon mal starten dürft, denn es ist Gang Beasts. Gehen wir noch mal ganz kurz in die Werbung und schauen uns an, was unsere Partner und GameStar so für uns vorbereitet haben. Mit Games kannst du in eine Welt voller Abenteuer eintauchen. Aber jedes Abenteuer birgt auch Gefahr. Du klickst auf einen Phishing-Link in einem Gaming-Forum und dir wird dein Passwort geklaut. Du lädst dir das falsche Programm runter und plötzlich ist Malware auf deinem Gerät. Du verlierst ein Multiplayer-Match wegen einer Botnet-Attacke. Oder du benutzt NordVPN und schützt deinen Traffic mit der modernsten Verschlüsselung. Spiel nicht mit deiner Sicherheit. Bleib auf der sicheren Seite. You're ready to get in the game now. The last thing you want is to wait. WD Black. Performance storage, purpose-built for gaming. SSD speed that obliterates load times. Performance to transform your game. Expanded capacity to store more. Customizable RGB. WD Black. Because the game never waits. WD Black. Drive your game.
Also das ist halt, finde ich, Cyberpunk at its best. Der LG OLED 77 CX9LA verspricht mit seinem 77 Zoll großen OLED-Panel satte Farben, HDR und einen perfekten Schwarzwert, da jeder Pixel selbstleuchtend ist und kein Backlight benötigt wird. Es ist so schwer zu erklären, wenn du noch kein HDR gesehen hast auf einem OLED-Display, wie viel cooler das ist. Und du guckst dir halt wieder so einen normalen Monitor an oder Fernseher, du denkst die ganze Zeit so, können wir jetzt mal bitte den Kontrast wieder reindrehen? Ist wieder so ein, hast du es einmal gesehen, kannst du nicht mehr zurückdingen. Besonders für Spieler bietet der TV viele interessante Features, wie etwa eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, G-Sync-Support zum latenz- und tearingfreien Zocken und vier HDMI 2.1 Anschlüsse, dem neuen Standard, der eine 4K-Auflösung bei 120 Hz ermöglicht. CD Projekt Red baut halt ihre Spiele unglaublich detailreich. Und auf so einem riesigen Bildschirm, da fällt einem alles viel mehr auf. Die perfekte Grafikkarte zu diesem Monster-TV ist Nvidias Flaggschiff RTX 3090, die selbst ein absolutes Grafikmonster wie Cyberpunk in 4K-Auflösung auf die Bildfläche bringt und dank Next-Gen-Features wie Raytracing für realistische Spiegelungen und Beleuchtung sorgt. Da sieht man halt dann wirklich, was der wirkliche Benefit von Raytracing ist. Und wenn man bedenkt, wo wir herkommen und wo wir jetzt sind, also selbst in so kleinen Details, das ist schon sehr beeindruckend. Mit Nvidias hauseigener Deep Learning Technologie DLSS 2.0 lassen sich ohne spürbaren Qualitätsverlust höhere Framerates erreichen, sodass unser Spielerlebnis stets flüssig ist. Auch sehr beeindruckend, also auf DLSS Qualitätssetting, da merkt man eigentlich so gut wie keinen Unterschied zu nativen 4K. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Gewinnt mit etwas Glück diesen 27 Zoll Ultra Gear Gaming Monitor mit UHD von LG. Jetzt mitmachen auf gamestar.de/LG-Gewinnspiel. Ja, wir laufen schon. Oh, Entschuldigung. Ups. Und da sind wir wieder. Bevor wir uns jetzt aber unserem nächsten Spiel widmen, möchte ich noch mal ein paar Fragen aus dem Chat beantworten. Denn hier über unser Fragentool sind einige Fragen angekommen. Die will ich nur ganz, ganz, ganz schnell durchgehen. Nein, okay. Nein, nein, ja, Hawaii, eigentlich nicht, 42, definitiv, keine Ahnung, eventuell im Sommer. Vielen Dank. So, wie sieht's bei euch aus? Ich bin der rote Bauarbeiter und ich bin guter Dinge. Ja. Bei dir geht irgendwas nicht, Dirk. Ich habe das Problem, ich glaube, ja, vielleicht in die Lobby, weil ich mit der Tastatur auf Teilnahmen nehmen gedrückt habe, müsste ich den jetzt mit der Tastatur stellen. Ich steuere. Achso, dann gehe ich nochmal raus. Mach nochmal eine neue Lobby auf. Warte mal. Ich möchte die Lobby wirklich verlassen. Dann nochmal einreichen, einladen. Hier. Das vielleicht als erstes Gamepad betätigen, ob das was bringt. Ja, ich probiere das. Geht das? Nee, der ist Ruhe. Ja, wallo. Nee, es geht eben nicht. Oh. Das ist ja doof. Soll ich nicht noch ab? Nee, dann muss er mit Tastatur spielen. Ich muss mit Tasse mit dem Gamepad spielen, das geht ja sonst irgendwie gar nicht, oder? Ja. Dann ja, aber sonst, dann ist er, da steht der halt nur rum. Ja, wollte ich jetzt auch sagen. Ja, ich würde der, sagen, wir lassen das halt so. Der guckt ja halt zu. Das mag okay. Man doch besonders gerne, wenn man zu zweit sein möchte. Ich muss so ganz kurz noch gucken. Dann drücke ich jetzt einfach auf. Achso, warte mal, wo kann ich denn nochmal. Habe ich die Regeln richtig eingestellt?
Ich weiß jetzt nicht, wo man. Nee, halt falsch, falsch. Nahkampf. Genau. Warte mal, jeder ganz kurz nochmal bei. Ach, hier geht das, genau. Siege, was haben wir gesagt? 5 oder 10 oder was ist es? Sicher? Nur 3? So, pro Runde. 3 Siege. Und dann wieder Best of 3 oder was? 5 Siege pro Runde und Best out of 3. Okay. Einreichen. Mhm. Nee, was macht er denn jetzt? Nahkampf? Was jetzt ist denn das? Machst du so? Gerade Teams. Fünf. Du willst keine Teams. Jetzt haben wir Nahkampf. 5 Level zufällig. Ich drücke jetzt auf Start. Ja. Und ich klopp jetzt nur den pinken. Der grüne ist quasi nur. Der schaut nur zu. Der grüne ist random. Der guckt nur zu. Ja. Das macht so ein bisschen. Keine Ahnung, wie das. Also, das macht irgendwie keinen Sinn, aber. Ja, das ist merkwürdig, dass das nicht gescheit funktioniert. Okay, wir sind im Ring. Du bist der Rote, ne? Schau mal. Der Rote. So, komm sehr her. Ziel ist es, den anderen aus dem Ring rauszuschmeißen. Oh! Das war gerade nochmal gut gerettet. Es ist tatsächlich ein bisschen awkward, wie der Grüne da noch in der Ecke steht. Ein bisschen peinlich, dass es meine Haare. Hey! Ja, dein Helm ist runtergefallen, ne? Ja, und jetzt sieht man meine entblößte Glatze. Oh! So, Michi versucht's mit der Grapple-Technik. Mann, ey! Damit geht der erste besorgt. Sieg an. Achso, ich muss den jetzt. Du musst den Grünen auch rausschmeißen. warte, das verfälscht aber die Menge. Das verfälscht die Menge an Siegen. Shit. Ach so. Dann müssen wir jetzt quasi. Na gut, dann schmeiß den Grünen raus und danach muss Dirk den Grünen einmal rausschmeißen. Ach so. Dann haben wir auch wieder zu viele Siege. Oh, dammit. Wow. Oh, es geht pro Sieg. Es geht nicht pro Opfer, es geht pro Sieg. Nee, es passt. Es geht pro Sieg und nicht pro Runde. Also, wir können ganz normal weitermachen. Ja. Okay. Also derjenige, der den anderen rausschmeißt, hat danach die Ehre, den Grünen auch rauszuschmeißen. So, dieses Mal befinden wir uns. Level. Ihr müsst aufpassen, der Grüne darf nicht zuerst runterfallen. Wieso? Ja, weil dann, wenn ihr. Warum? Wenn dann, was? Ist doch egal. Lass den Grünen einfach stehen. Lass den Grünen einfach stehen, Leute. Ich dachte, ich schmeiß den kurz runter. Nein! Stört mich. Oh. Oh. Jetzt darfst du den Grünen runterwerfen. Ja, weil ich wegen dem Straßenschild ausweichen wollte und hab aber nicht die Tür zu greifen gekriegt. Ah, okay. Aber jetzt kriegt niemand was. Oh nein! Ja, weil die ich anderen krieg jetzt keinen auch Punkt, weil der Grüne mit mir dran gegangen ist. Aber auch geht auch nicht. So, Damn. Jetzt aber los. Gegeneinander, Kinder. Gegeneinander. Sollen wir den Grünen aber haben, ey, ganz ehrlich. Nein, weil das Problem ist, wenn du den Grünen runterwirfst und Dirk dich runterwirft, dann ist unentschieden. Soll Dirk den Punkt kriegen von eben, weil ich als erster runtergefallen bin. Fair wär's ja eigentlich. Aber das gibt dir keinen Punkt. Jetzt ist das Problem, wenn du jetzt Dirk runterschmeißt, dann ist unentschieden. Nee. Doch, weil Dirk einen runtergeschmissen hat und Michi einen runtergeschmissen. Oh, okay, so könnte natürlich auch ein Unentschiedener wirken. Also komm, wir zählen Dirk einen Punkt dazu, oder nicht? Einen Punkt für mich, bitte. Warum? Ja, er hat unbedingt. Sich doch auch selbst umgebracht. Ja, aber jetzt beim letzten, ich meine bei dieser Autobahn-Geschichte. Okay. Okay, ich merke mir. Nee, die Regie kann das ja einblenden. Regie, Michi möchte Dirk einen Punkt schenken. Vielen Dank. Weil Michi sich vorhin als erster umgebracht hat. Will ja nur Sportsmann sein. Du hast mit dieser 3D-Brille komme ich gar nicht mit dem Headbutt an deinen Kopf ran. Das ist gut gesichert. Meinst du, das ist es? Oh, fuck! Yeah! Ja! Mann. Und jetzt schmeiß den Grünen auch gleich hinterher. Komm, den Grünen hinterher schmeißen. Einfach direkt den Grünen hinterher schmeißen. Oh nein. Jetzt komm schon, du Blödel.
Der wehrt sich nicht mal. Yay! Wieso benutze ich eigentlich nicht den Hammer? Ich habe doch einen Hammer. Also 2-1. Dann benutzt den Hammer. 2-1. Wir haben das schon für euch eingeblendet. Hammer? Wieso hast du das denn nicht in das Spiel Hammer? Das ist voll der Hammer. Weiß ich nicht, der wurde mitgeliefert. Na, dann benutzt doch den Hammer mal, um uns zu zeigen, wie der funktioniert. Was? Das halte ich ja wohl für ein Gerücht. Oh, ich habe mich jetzt hier dumm festgehalten. Das war sehr gut gerettet. Dirk hat sich gerade noch an den Haaren festgehalten. Klappe da hier auf! Ist die erste Seite offen. Die erste Seite ist offen, weil ich die ganze Geschichte jetzt eigentlich einfacher machen sollte, jemanden runterzuschmeißen. Oh Mann. Ein Headbutt setzt den anderen Spieler kurzfristig außer Gefecht. Das heißt, wenn du möchtest, trifft, dass er aufhört, sich zu wehren, solltest du ihm eine ordentliche Kopfnuss geben. Das funktioniert übrigens im echten Leben auch. Kann ich jetzt aber nicht empfehlen. Ja. Nein! Wir können sich hier einfach. Hä? Was war das? Wir können natürlich auch einfach miteinander tanzen. Tja. Weitere Seitenteile fallen herunter. Fight um Leben und Tod. Das sieht nicht aus wie ein Fight. Einfach kräftig zuschlagen. Wieso ist denn eigentlich der Wieso ist denn eigentlich der Pirat schon K.O.? Jetzt schmeißen. Der ist nicht K.O., der liegt dann nur rum. Ja. Das ist seine Idle Animation. Genau, feste zuschlagen und jetzt runter. Und jetzt hau ihm auf die Finger mit deinem Hammer. Du hast doch einen Hammer. Lass aus! Irgendwann hast du keine Kraft mehr. Und irgendwann musst beiß du loslassen. Beiß ihm in die Finger. Beiß ihm. Kick ihm auf die Zehen. Und jetzt nimmst du die Zeit, um den Grünen runter. Wieso hast du ihn nicht auf die Zehen gebissen? That comeback, though. Was schon wieder Knockout? Oh. Oh. Ja! Oh. Und also, den Grünen gleich hinterher, komm! Den Piraten wegschmeißen. Junger Mann? Oh Mann, ey. Damit steht es jetzt 3-1. Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Was haben wir gesagt? Wir spielen also jetzt quasi bis 5 Siege und dann aber nochmal 2 Durchgänge danach. Richtig? Ja. Yeah. Oder halt nur oder machen einen. Wir Best of 3, wenn ich den zweiten auch gewinne. Okay. Hey, wollen wir uns nicht zusammentun gegen den Grünen? Ja. Fair. Ich bin klar. Wäre eine Option. Ihr könntet gemeinsam den Grünen runterwerfen. Sieht bestimmt auch lustig aus. Hör auf zu zappeln! Es geht voll auf mein Ischias. Und immer schön in den Rücken und zack. Ein kräftiger Stoß mit dem Knie ins Kreuz funktioniert vor allem bei den älteren Kontrahenten sehr gut. Lass mich in Ruhe. Die sich dann dauerhaft nicht mehr bewegen können. War das gerade ein Trick, wie man alte Leute verkloppt, Natascha? Nein! Also, ich hatte ich ja wirklich versucht, gedacht, dass Dirk wir... Hallo? Ich habe versucht, Dirk einen Tipp zu geben, wie man alte Männer verkloppt. Ich meine, du bist derjenige, der vorhin eine Trophäe aus dem Schützenverein... Ey, du eben solide aufheben und runterschmeißen. Du bist derjenige, der vorhin eine Trophäe aus dem Schützenverein von 2000 gezeigt hat. Ist dir bewusst, wie lange 2000 her ist? War das nicht letztes Jahr gefühlt? Jetzt fall runter, Mann! Ist der jetzt? Will der sich runterfallen, dann gewinnt der! Ist das jetzt die größere Herausforderung für dich, den Grünen, komm, der sich nicht wehrt, darunter zu schubsen? Yes. Das ist halt gefährlich. Ich bin halt hier nicht mit meinem Punkt. Ich bin ja selber so ein Voll.
Okay, noch ein. So. Noch ein Sieg. Ah, die Mühlen des Gesetzes. Aua. Das ist brutal. Du saßt hier schon so vor. Willst du mich da reinschmeißen? Das ist ja... Boah! Das sieht nicht gut aus. Dirk holt da auf jeden Fall noch das Letzte aus sich heraus. Mein guter Hut! Er versucht hier wirklich mit aller Kraft, Michi, aber das könnte noch was werden. Ja, da war gerade noch eine legendäre Rettung. Offenbar ist das genau... Mein Freund, ich muss ja sagen, dieses Level tut mir immer persönlich besonders weh. Aber wieso fällt der? Der hat so einen Haken. Deswegen. Geh kaputt. Nein, nicht ich. Puh. Yes. 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 Nein. Yes. Damit hat Michi die erste Runde Game Beasts für sich entschieden. Yes. Mit 5 zu einem Punkt. Ein Selbstmord. Der Rest. Yay. So, die Regeln bleiben ja gleich, ne? Die Regeln bleiben gleich. Wir wollen wieder 5 Siege. Level zufällig. Ich hoffe, der fängt jetzt nicht die gleiche Reihenfolge an. So, dann starte ich jetzt einfach, oder? Starte. Ja, ich denke, wir bleiben im gleichen Outfit und so, ne? Oh oh. Achso. Oh nein, ich hab falsch gemacht. Warte mal, ich muss hier... So. Nee, doch, warte mal. Das ist mit dieser Buttonbelegung. Ich muss das selber einstellen. Nicht, dass jetzt andere Leute reingejoint werden, weil das war letztes Mal so komisch. Aber das habe ich doch eben hier auch so eingerichtet mit diesem Custom-Dings. Habe ich zu früh auf Abbrechen gedrückt? Mal sehen. Wenn jetzt andere Leute mit drin sind, dann sind die auf meiner Seite. Okay, es sind nur wieder... Nein, ihr seid weiterhin nur zu dritt. Und los geht's! Was? Michi versucht erstmal, sich außer Gefahr zu bringen. Kannst du eine Metallstange nehmen? Nee. Oh, du. Danke fürs Hochziehen. Oh, ja. Huch! Fällt Essen vom Himmel? Was ich kurios. Ich habe das Gefühl, meine Schläge tun. Nee, deine Schläge tun nicht viel. Du hast ja auch nur Gummibärmchen. Wow! Holy! Das war impressive. Sag mal, bleibt der die ganze Zeit stehen und fällt nicht runter? Ist das vielleicht die Taktik für dieses Level, dass man eigentlich gar nichts machen muss? Ich will eigentlich nicht gucken, weil das ist gefährlich da unten. Ja, aber der andere fällt halt aus irgendeinem Grund nicht runter. Ja, der fällt auch eigentlich irgendwann selber runter, oder nicht? Muss doch jetzt jemand so eine dicke Wurst. Nee. Und fährt nicht. Ich will da nicht hingehen. Jetzt, 2 runter. Yes. Jetzt, okay. Und diesmal hast du sogar deinen Hut aufbehalten. Ja. Fashion Beasts. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das könnte was werden. Es ist das Dach. Waren wir ja gerade eben schon mal. Hä? Kannst du steuern? What the hell? Kannst du Vielleicht steuern? Habt ihr die Steuerung getauscht? Hä, what the shit? Ich kann nur in eine Richtung. Machst du nichts? Also ich laufe hier nur gegen den Rand. Ich kann nicht steuern. Okay. Das ist ein ungewöhnliches Problem, dass auch Dirk läuft nur gegen Ja, oder sieht das bei dir richtig aus? Hör, es bewegt sich auf der Geisterspieler. What the hell? Oh mein Gott, das ist super gruselig. Was passiert hier gerade?
Das machen wir nochmal. Ich habe das Gefühl, ich kann ganz normal steuern. Aber wo bist du? Ja, schau mal, wie sieht denn das bei Dirk aus? Also kann Dirk spielen, richtig? Ja. Ich spiele ganz normal, würde ich sagen. Also irgendwie ist das, glaube ich, jetzt out of sync Dirk gegangen, auch weil. Das ist ganz anders. Ja, also. Ja. Sollen wir uns nochmal neu starten? Du stehst bei Dirk wo ganz anders. Starten wir es nochmal neu, ist ja merkwürdig. Hä, wie ist denn das? Ist doch noch nie passiert, dass das out of sync gegangen ist. Das war gerade tatsächlich super gruselig. Hä? Okay. Was? Dann mach doch jetzt mal nur drei Siege. Aber jetzt ist Dirk auch gerade aus der Lobby rausgeflogen. Nee, du hast die Lobby beendet, aber Dirk ist noch drin. Dirk ja, muss die Lobby beenden. Schick mir nochmal eine Einladung. Ja, warte mal, ich geh jetzt nochmal ganz raus. Ja. Mach die Nummer ich, weil ich, oder ich hüpfe gleich raus, so schnell ich kann. So, den. Dann möchte ich. Das war jetzt gerade tatsächlich irgendwie ziemlich gruselig. Was machen wir jetzt? Drei Siege oder zwei Siege oder was? Machen wir jetzt mal nur drei Siege, weil einen hast du ja schon geholt. Okay. Ich meine, alternativ können wir auch vier Siege machen, aber ich finde ungerade Zahlen schöner. Also für mich ist das recht. Also Einladung hast du gekriegt. Okay. Ja. Ich gehe nochmal mit rein. So. Aber kannst du das mit dem auch steuern, mit dem Piraten, oder musst du den anderen nehmen? Nee, ich kann nicht. Ich kann nur das Gamepad nehmen, ja, nochmal auf Einreichen gehe. Ich kann, das geht nicht anders. Ich kann auch nichts umstellen. Ich müsste vielleicht im Menü irgendwas machen. Gut, dann gehen wir jetzt in unsere nächste Runde. Wir haben jetzt gerade eben die Siegbedingungen etwas verändert, weil wir ja gerade eben schon einen Sieg hatten. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder in Sync sind. Ich fand es gerade mega niedlich, wie verliebt sich der Müllmann und der Pirat angeschaut haben. Wir sind wieder auf dem Ballon, auf dem könnte jeder Mord zu einem Selbstmord werden. Das wäre natürlich jetzt unangenehm, wenn ihr euch jetzt gegenseitig umbringt oder runterschubst und der Grüne dann oben übrig bleibt. Verdammt. Vielleicht solltet ihr doch zuerst den Grünen runterschubsen. Nee. Oh. Damn it! Ja, genau. Genau das! Mist. Bin dieser Grüne! Ich check das gar nicht. Kippt der ist aber auch ein Fuchs, ganz ehrlich. Ja, der hat uns alle durchschaut. Das ist der Taktiker. Oh, was ist das? Das kenne ich noch gar nicht. Was ist das? Ein Aquarium. Ich schätze mal, da müssen die Leute ins Wasser schubsen. Ich glaube, da drin ist... Nein. Komm her. Also, das hier... Ich glaube, du musst ihn in die Mitte ins Wasser schubsen. Oh, da unten ist auch schon so ein Sea of Thieves-mäßiger Dings. Wow. Das kannst du dir ja gleich nochmal genau... Oh, das ist ein Krake. Junge. Das ist zu, Mann. Natürlich ist die Tür zu. Hast du jetzt gerade ernsthaft erwartet, dass die Tür offen ist? Ja. Das ist ein Open-World-Spiel. Wir kommen noch nie dazu. So, jetzt nehme ich immer das Geländer. Den Rest des Levels zu erkunden. Oh, Tentakel. Ich frage mich, hier, ob die Tentakel noch versuchen, Opfergabe. Euch zu greifen. Puh. Nein! Ja, Punkt. Oh, nee, Dirk! Dirk, du musst jetzt nach oben gehen und den Grünen noch ertränken. Ich Grünen komme, ohne dass ich der... Oh Mann. Aber ich bin immer noch nicht raus, oder? Mach keinen... Jetzt bin ich raus. Oh Mann, ich komme nicht hoch. Wieso kommst du nicht hoch? Ich glaube, der Piratenkapitän ist, glaube ich, einfach in Schockstarre verfallen, weil er den kennt von draußen von der See. Deswegen liegt der jetzt hier rum. Oh, der wurde geschnappt. Ja, komm. Ja, komm. Oh, du bist da hochgeklettert. Komm.
beeindruckend. Komm schon, Tentakel, komm, Tentakel, schnapp dir Dirk. Schnapp dir Dirk. Damit der Grüne noch eine Runde gewinnt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Dirk, schnapp dir den Grünen und schmeiß ihn in den Pool. Ah, oh Mann, ey. Dass du den Grünen noch mehr verkeilt mit der Bank. Jetzt komm schon. Dirk! Was machst du ja, da? Ja, hör mal. Oh! Oh, wie der Grüne. Ich hab Angst vor dem Tentakel, Leute. So ganz ehrlich. Skillt, ey. Was der Grüne für Moves drauf hat. Oh, fuck. Das ist jetzt, ab jetzt ist das meine Technik. Ab jetzt ist das meine Technik bei. Oh. Oh Gott, das war knapp. Säuft er jetzt ab? Ja, aber nur ganz langsam. Jetzt ist er da. Er läuft ab, oder? Oh ja, Gott. Dirk, herzlichen Glückwunsch. Gewesen. Mein Pult. Wie lange das Puls. Dauert? Ich guck ein bisschen in die Nase. Wahnsinn, wieso dauert das so lang? Weil das Level ganz lang geht. Nee, jetzt wirklich nicht. Kann man so nicht sagen. Weh. Grün und Pink haben bis jetzt jeweils einen Punkt. Oh Gott. Das ist doch wieder eine sehr schöne Runde. Da sind alle, alles ist offen. Es ist nur ein ganz kleiner Kampfbereich. Das ist spannend. Oh nein, wieso? Wer wirklich gut in Gangbusters ist, kann sich theoretisch an der Tür festhalten. Ich habe bis jetzt aber noch niemanden gesehen, der das absichtlich... Bad hook, man. Oh, fuck. Ja, den musst du jetzt auch noch runterschmeißen. Gib ihm einfach ein Headbutt. Oder ja, so. Aber ich hatte Schiss, ein bisschen zu viel Druck zu geben. Aber die Headbutt war auf jeden Fall krass. Oh, Mann. Verdammt. Oh. Fokus. Noch eine Runde, Fokus. Also noch ein Tod. Und Dirk hätte diese Runde für sich entschieden. Hä? Michi, warum läufst du denn weg? Wovor läufst du davon? Hey! Michi, was ist dein Ziel? Dieser ganze Level ist mega. Der will seine Map-Knowledge ausspielen. Scheiße, Mann. Oh nein, jetzt muss ich wieder hochkommen. Okay. War das deine Absicht, Michi? Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass es mir beim Hochfolgen schon einbricht, aber jetzt muss ich ja irgendwie noch zu dem... Oh shit, ey. Ich komme jetzt da rüber. Oh Gott. Okay. Oh, er stürzt schon von selber ab, offensichtlich. Ich hoff's. Aber ich sicher gesagt kann ich mir auch nicht. Oder so? Nee, weil dann falle ich doch... Verdammt, ey. Aber dass ich sofort da runterfalle, ey, war auch wack. Ich muss zugeben, dass ich auch gerade relativ wenig sehe, wegen dieser Mauer da. Jetzt fall halt rein. Diese scheiß Map. Mann, ey! Warum fällt er denn nicht? Ich hab Schiss gehabt, dass ich abstürze, während ich ihn... Ja, ich werde jetzt gleich abstürzen hier gegen den Bot. Ach komm! Jetzt fall halt endlich runter, Herrgott, nochmal. Oh. Ja komm, solider Stern. Oh, solider. Oh Mann, Pirat, du nervst, ey. Ich glaube an dich, ganz ehrlich. Was ist denn los? Jetzt fall halt runter. Nein. Gib ihm noch ein Headbutt, komm, gib ihm noch eine Kopfnuss mit. Jawohl. Ja, endlich. Oh Mann, Wahnsinn. Took me long enough. Das war ja nicht mal ein Bot. Ja, stimmt. Okay. Oh, genau. Hat sich wenigstens gewehrt. Das ist ziemlich idle. Oh Gott. Ah, nee. Das wird eine wilde Schlägerei. Schmeißt als erstes den Grünen runter. Was machst du da, Dirk? Schmeiß ihn doch einfach runter.
Er wehrt sich nicht. Ich hebe ihn einfach auf und schmeiß ihn übers Geländer. Das, was du da machst, ist nur Folter. Oh, okay. So, jetzt an. Okay, Mann. Ja, genau. Komm mal du hier, komm du mir hier mal rein, ne? Wieso denn rein? Drinnen kannst du ihn noch nicht töten. Ja, aber draußen falle ich runter. Ja, aber er soll doch drunter. Du sitzt doch. Ui! The tension! Oh, ich hab den nicht zu greifen gekriegt. Ja, das ist auch Mist. Du greifst die ganze Zeit nur irgendwelche Säulen. So, jetzt aber. Jetzt nimm ihn und schmeiß ihn übers Geländer. Oh, jetzt komm schon. Nein! 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 Nimm ihn und schmeiß ihn einfach übers Geländer. Ganz einfach. Fuck, komm schon, Rebe. Oh. Dieses Kinderlachen im Hintergrund ist so gruselig. Es ist so. Oh. Nein! Jetzt geht's um alles. Der große Sieg ist nur eine Kopfnuss entfernt. Ja, oh Mann. Und was ist das für ein Level? Oh, ist irgendwie. Was ist das für ein Licht? Ist irgendwie so ein. Oh, hier das Flammendings. Ah, ja, Feuer. Na gut, dann schmeißen wir erstmal den hier rein. Genau, okay. Und das gleiche machst du jetzt mit Dirk. Moment mal, wieso bist du parteiisch? Das sieht nur so aus, ich bin überhaupt nicht parteiisch. Oh, die Treppe runter. Ich versuch die ganze Zeit. Ich würde so gerne irgendwelche coolen Sachen sagen, wie, keine Ahnung, das war ein rechter Haken, aber Gangbeast ist so nudelig, dass man überhaupt nicht sehen kann, was eigentlich passiert, außer dass der eine dem anderen die Haare rausreißt. Nein! Aber du hast das hingemacht! Nein! Und was für eine epische Endpose! Wahnsinn! Genial! Also es kann sein, dass mein Unterkörper ab ist, aber zum Jubeln reicht's. Genial! Und damit hat Michi diese Runde Battlestar für sich entschieden. Aber es war knapp! Alter, Spiel, Satz und Sieg! Dann schauen wir doch einmal kurz auf den Punktestand, was das jetzt für unseren Endstand bedeutet. Michi hat gewonnen. Yes. Michi hat ich habe in sich in sorry. Das habe ich hochheben. Ich habe es gerade eben gegoogelt. Ich dachte, oh das nein. Bitter. Funktioniert mit nach oben. Ich dachte, das funktioniert wirklich mit nach oben steuern. Hatte ich so im Kopf. Ich hatte mir nicht. Ja, Y. Genau. Ja, aber dann, wenn wir jemals ein Rematch machen, weißt du jetzt, wie es geht. Und dann. Ich meine, das Ding ist, wir haben euch eigentlich beiden früh genug gesagt, welche Spiele wir spielen werden. Also es war dieses Mal keine Überraschung. Das heißt, du hättest eigentlich die ganze Woche Zeit gehabt zu üben und dir die Steuerung anzukommen. So wie ich bei Age of Empires. Ja. Naja, dann ich hätte jetzt gerne mal ganz kurz eine Ansage aus der Regie, ob wir jetzt die letzte Runde noch spielen oder nicht. So, einfach so quasi um die Ehre. Ja. Des Stresses wegen, einfach um uns noch ein bisschen mehr Stress jetzt zu verstehen. Also, ich finde es ja eigentlich ein bisschen schade, aber ich habe gerade eben nochmal mit der Regie Rücksprache gehalten. 7 plus 4 ist nicht 18. Das heißt, Dirk hat heute tatsächlich absolut keine Chance mehr, Michi um den Sieg zu bringen. Deswegen
Herzlichen Glückwunsch, Michi! Ich würde dir sehr gerne jetzt den Gürtel überreichen, den Battlemaster-Gürtel. Jetzt holt er sich einfach irgendeinen Gürtel oder was. Okay. Du hast Battlestar für dich entschieden. Du hast den Titel zurückgewonnen von Dirk, den dir letztes Mal der Heider abgenommen hat. Das ist aber ganz normal so, denn im Hintergrund haben der Heider und Dirk miteinander gekämpft. Allerdings tatsächlich one-on-one. Die haben einen Faustkampf gehabt. That happened, totally. Zu entscheiden, wer als nächstes gegen dich antritt. Ich finde es ein bisschen schade, denn unsere letzte Runde wäre Overcooked 2 gewesen, aber die das werden wir heute nun nicht gespielt. Ja, Michi, wie fühlst du dich mit dem Sieg? Ich bin komplett durchgeschwitzt. Ich habe viel zu viel Cola getrunken. Ich möchte meinem Schützenverein danken dafür, dass er mich zum Mörder ausgebildet hat, sodass ich jetzt hier killen kann. Nee, das hat großen Spaß gemacht, Dirk. Du warst ein fairer, ein toller Gegner. Können wir gerne mal wieder machen. Ich fände es mal ganz cool, wenn wir Battlestar Tag Team Edition machen. Weißt du, so Two-on-Two-mäßig. Das wäre irgendwie mal was. Können wir so unbedingt. Und im Zweifelsfall, wenn es irgendwann wieder möglich ist, ja gerne auch irgendwie irgendwo lokal dann auf irgendeiner Convention oder bei euch oder bei uns im Studio. Und also ihr seid herzlichst eingeladen. Das ist, glaube ich, richtig mies. Da können wir auch vielleicht das Spiel noch mit dazu packen, so, weiß ich nicht, Arm drücken oder Schlamm catchen oder so. Oder okay. Wer die meisten Waschmaschinen von einem Punkt zum anderen nicht tragen kann. Es gibt jede Menge coole Sachen. Ich meine, wir können ja auch einfach Gangbeasts in Real Life spielen. Wir bauen dann so ein Lavabecken auf und da muss der eine dann den anderen einfach reinschubsen. Okay. Ich finde, das ist eine super gute Idee. Ich werde das direkt mal Kölner Messezentrum. Ich werde das direkt mal mit meinem Versicherungsteam und mit meinen Patentanwälten klären, was sich da so machen lässt. Aber unser Abend neigt sich damit jetzt dem Ende und damit neigt sich auch unsere ganze Fing Winter Edition dem Ende zu. Ihr habt jetzt also noch eine allerletzte Chance, schnell zu rennen, bevor wir das Gewinnspiel abschalten, auf www.gamester.de/Gewinnspiele. Dort könnt ihr einen Haufen cooler Sachen gewinnen. Die gehen wir jetzt nochmal ganz, ganz schnell im Schnelldurchlauf durch. Das wäre einmal ein Recaro Seed Exo Platinum Sky im Wert von fast 1.000 €. Das ist ein super bequemer Gamingstuhl. Könnt ihr auf gamester.de gewinnen. Außerdem 4 WD Black Festplatten, 3 davon SSDs, eine HDD, auch die könnt ihr auf gamester.de gewinnen und ein Hardware-Bundle von Be Quiet mit einem Silent Base 802 Gehäuse in Window White und dem Shadow Rock 3 White CPU-Kühler. Und außerdem könnt ihr dieses Display hier gewinnen, das ist das LG Ultra Gear 27 Zoll, ein 4K-Monitor. Wenn ihr den gewinnen wollt, müsst ihr auf gamester.de/LG-Gewinnspiel gehen. Da müsst ihr einfach alles ausfüllen, was die Webseite von euch verlangt und im Laufe der nächsten Woche werdet ihr dann benachrichtigt, solltet ihr gewonnen haben. Ansonsten kann ich euch nur herzlich einladen, unserem Discord beizutreten, unseren Kanal zu abonnieren, unserem Kanal auf Twitch zu folgen und so weiter und so fort. Auf YouTube machen wir jeden Tag eine Menge coole Sachen. Morgen früh zum Beispiel direkt wieder die News. Was heißt früh? Irgendwann zwischen 14 und 16 Uhr. Also so College-Stunden. Ich muss früh aufstehen. Früh. Vor Mittag. Michi muss früh aufstehen. Michi muss früh aufstehen, damit zwischen 14 und 16 Uhr die News für euch bereitstehen. Und damit verabschieden wir uns heute Abend von euch, von Fing, von Dirk. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du warst ein guter Kontrahent für unseren Michi. Es war jetzt bis zu einer spannenden und super, super witzig. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dich dafür hergegeben hast. Und vielen, vielen Dank, Michi, dass du wieder zurückgekommen bist nach der Schande, die du das letzte Mal einstecken musstest. Hallo. Das ist alles Ansichtssache. Meinen Anhänger nach habe ich gewonnen. Du hast deine Ehre offiziell wiederhergestellt und ich hoffe, ich darf dich auch zu unserer nächsten Runde Battlestar wieder hier begrüßen. Mal sehen, wann das sein wird. Ja. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.